Lieber Freund, also ich bin jetzt kein Ornithologe, aber Komm hier rüber, reden wir. das sollte bei Vögeln nicht so sein. Ist das dein Vogel? Bist du ein Freund? Oh nein. Naja, du hast jetzt ein Upgrade. Du hast jetzt Schön, dass du da Antennen. bist, Wüstenflamme. Du kannst jetzt per Radiosender empfangen und so. Naja. Hat er nicht gesehen, alles ist fein. Also, hier ist es. Sand, Schmutz, roter Lehm, genau wie du es am Kabel des Kindes sahst. Willst du dich mal mit deinem schicken Relikt umschauen? Vielleicht war er hier? Fang vielleicht beim Vogel an. Er quakt, als ob er irgendetwas weiß. Dummer, fliegender Abschaum. Ja, alles Jo! klar. Okay, hat ihn wohl nicht gestört, dass ich den Vogel ein bisschen beballert habe. Ich kann gut mit Vögeln reden. Das wird schon. Rah, die Himmelsnadel. Nein? Los geht's, Okay. Rotschopf. Nimm dein Relikt, finde das Kind. Der Vogelhass. Bruder, mach einen entspannten. Carni. Carni Marni kenne ich, aber der Vogel ist mir neu. Finde die Spuren. Aber beim Vogel kann ich da noch irgendwas rausfinden? Da, Nee, kann ich. Fußabdrücke. Klein, undeutlich, aber gehen von hier weg. Draka, hier ist eine Spur. Vielleicht vom Kind. Worauf warten wir noch? Los geht's! Den Vogel kann ich höchstens weiter durchlöchern, aber da hat er nicht so Bock. Der Typ hat auch nicht die beste Laune, ja. Ja, vielleicht ist er auf eine sehr magische Art und Weise mit seinem Vogel verbunden. Jetzt hat er auch zwei neue Piercings, weißt du? Ob er will oder nicht. Alles okay? Du siehst traurig aus. Ja, stimmt. Mehr Macht bringt eben auch mehr Probleme mit sich. Da Yara endlich weg ist, dachte ich könnte die Dinge besser machen. Das funktioniert nicht wirklich, Jeder will alles und zu jeder Zeit. Nahrung, Wasser, Sicherheit. Und wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, ziehen sie die Schwerter. Erinnert's dich an was? Ja, mich Hä? und Yara. Ich verstehe es. Du hast schon recht. Ja, das war auch eine schwierige Entscheidung damals. Aber er stellt sich dieser Herausforderung. Und das ist im Grunde alles, was wir verlangen konnten, ne? Auch wenn ich ihm ein bisschen glücklicheres Händchen overall gewünscht hätte. Aber das Leben hat da manchmal eigene Pläne, ne? Heilbeeren. Junge, ich habe auch andere Pläne. Elisander, der fette T3er und der 23. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich Warte, glaube, hier ich nicht sterben! höre das Kind. Hörst du das? Vielleicht weiß Hey, ja der komm, verdammte Vogel etwas. Ich glaube, das Kind ist in dem alten Wrack. Hilfe! Was war der Kommentar mit dem Vogel jetzt? Das Kind ist doch hier irgendwo. Ja doch, Mensch. Wo Da steckst bist du du? ja. Da. Du bist sicher. Nein, da draußen sind Maschinen! Okay. Dann Dann mal zerlege ich auf die. sie! Oh, geht schon los. Hallo. Oha! Bei den Zähnen. Das Ding wird schwer zu packen sein. Ja, das wird unangenehm. Säure und Wasser. Braun-Donnerkiefer bei dem Kind. Scheiße, ich habe Löschwasserbomben. Wollen wir mal gucken, ob wir den Donnerkiefer, gelöscht bekommen. Scheiße, na, das ist ja ein Auftakt. Erstmal wieder drauf klarkommen, dass ich keine Macht habe. Zack. Ey, Leute, du bist kein Ich Jedi. muss angreifen. Vergiss das nicht. Was nehmen wir denn? Ja, erstmal Muni machen hier, während der mit dem Wasser kämpft. So, sehr schön. Und dann gibt's einen schönen Marker, mein Lieber. Oh yeah. Zack. Oh, die kenne ich auch noch. Ja. Ansonsten lieber versuchen, diese Seitentanks runterzuknallen, ne? Kann ich die markieren? Wenn ich treffe vielleicht, ja. Aber selbst jetzt knallen die Explosionen rein. Selbst mit der neuen Waffe ist ein Donnerkiefer nicht so leicht, wie ich es gerne hätte. Eieieiei. Zum Glück sind die Ruinen hier wirklich stabil. Okay, der erste ist unten. Das hat zumindest hingehauen. Das ist schon mal sehr, sehr big. Dann wäre jetzt nur noch das ein Versuch wert. Aber ohne Marker sind diese Kanister wahrlich nicht leicht zu treffen. Wie machen wir das, mein Schöner? Wie machen wir das hier beide? So. Oh ja, das war gut. Das war gut. Markierung sitzt. Ja, das war Nummer 2 und da fällt er schon, der Dicke. Ehre, mein Freund. Zack. Sehr, sehr cool. Anfang war Hard Struggle. Aber jetzt läuft doch eigentlich ganz nett. Wenn ich es jetzt noch hier rüber schaffe,
zu diesem verdammten Werfer und dann sage, es gibt Frisbees. Ja, Mann, das war's. Oh, das war eine kurze Freude. Oh nein. Boy, warum sind denn Donnerkiefer so böse? Lass mich deine Waffe nehmen. Lass mich... Oh Gott. Lass mich... Heilige Scheiße. Ich will doch nur deine Waffe haben. Bruder, sei nicht so. Bam! Er hat zuerst gebammt. Shit, dann gibt's nochmal Löschwasser, wenn du dich nicht beruhigst. Rums. Dann müssen wir dich ein bisschen abkühlen. Du olle Zibbe. So. Und jetzt chill mal bitte. Chillst du? Ja? Bam! Oh ja! Oh ja! Schön da oben ran. Ja, Junge. Geil. Finally konnten wir seine Waffen mal benutzen. Aber ich kann verstehen, warum das Kind lieber drin geblieben ist, ne? Wenn ich das hier gerade so sehe... Da kommt wohl noch ein ungebetener Gast. Heilige Scheiße. Warte, ein ungebetener Gast? Ich wollte jetzt erstmal meinen Impulsstoß da triggern, aber wenn der so zappelt beim Aufstehen, dann dauert das natürlich auch ein bisschen länger. Je mehr, desto lustiger. Weiß ich nicht, Aloy, weiß ich nicht. Wir müssen den jetzt zerlegen hier. Donnerkiefer erledigt. Jo. Jetzt doch der Sturmvogel. Okay, was? Warte, ich dachte, das war ein Grauhaar. Oh mein Gott, what? Ey, habe ich irgendeine Mod installiert oder was? Donnerkiefer und Sturmvogel. Was ist das für ein Kind? Ist das eine Disney-Prinzessin oder was? Ach du Scheiße. Ja gut, dann schnell mal Muni nachbasteln. Dann den Birdie Boy nochmal scannen grad. Säure und Plasma. Säure hätte ich ja hier oben noch ein paar. Aber was macht der gerade? Der AFK oder was? Dann loote ich erstmal, Kollege. Gar kein Problem. Boy, was sind denn diese Fights hier? Heiliger, dann machen wir nochmal unsere Kräuter frisch. Jawohl. Hey, ich hoffe, sie fängt nicht an zu singen, ja. Let it go. Let it go. Oh, der hat noch getroffen, Junge. Die macht der Musik. Geil. Oh mein Gott, das war ja ein unmöglicher Hit eigentlich. Wo fliegt er denn jetzt hin, Mann? Bleib da mal stehen, sonst kann ich dich nicht treffen. Oh mein Gott. Das ist nicht stehen bleiben. Das ist auf den Sack gehen, mein Lieber. Das müssen wir nochmal üben mit der Kommunikation. Schön, aber zu wenig. Jetzt. Ja. Nice, da liegt er doch schon. Ne, Munition brauche ich gerade nicht. Hier kann ich schön reinsprayen, Alter. Yes, Sir. Und schön. Schön rüber markiert. Okay. Das waren solide Hits, würde ich sagen. Gleich hinterher da. Yeah. Oh, big. Gesang ist sehr effektiv. Man nennt mich auch das Pummeluff von Horizon. Dann machen wir schnell neue Muni. Und wenn ich ihn da jetzt hitten könnte, ne? Das wäre so ultra big. Aber das ist eigentlich so eine Stelle. Ah, fast. Das war close. Close one, aber er ist wütend. Ich glaube, er will nicht, dass ich da treffe. Oh! Oh, ist mir aber egal, was er will, Junge. Säurepfeile, Crit rein. Yes, sir. Bro, wenn die Fights so anfangen heute, was kommt dann als nächstes? Heiliger, nochmal schön Säure rein. Los geht's. Ah, bisschen weit weg. Aber, yes. Okay, geil. Da kracht er erstmal runter, suhlt sich in den Schmerzen. Und wir markieren. Yeah. Fall auseinander, du miese Ratte. Come on, der gönnt nicht. Wieso nicht? War doch so nett zu dir. Yes. Badaboo. Die Flamme brennt wieder. Gut gemacht. Bruder, imagine, diesen Fight hätte ich ohne unsere DLC-Waffe gemacht. Das hätte ja 3 Streams lang angedauert. Heftig, Mann. Das war cool. Ich hoffe, das Kind ist jetzt glücklich, weil ein Donnerkiefer und ein Sturmvogel zu überleben, indem man in so eine komplett... Ich sollte nach Draka und dem Kind sehen. ...offene, nennen wir es mal, Höhle flieht. Das ist schon auch eine Art Skill, ne? Diese Art von Skill hätte ich in der Vergangenheit sehr, sehr gut brauchen können. Aber das war ja gerade gar nicht nötig, ne? Einfach zerlegt, Junge. Geil. Und sogar noch ein Geier mitgenommen. Scheiße. Das Wildlife ist leidet. Was gibt's hier? Drohnenträger auf Grund. Pressemeldung.
Der neueste peinliche Skandal rund um die Verbindung der britischen Regierung zum Railing-Automaten. Zu Railing-Automation. Die offizielle Untersuchung hat gerade erst begonnen, aber es ist bereits zu hören, dass Railings Versäumnis, die Navigationssoftware des Trägers mit den Standorten neuer Hochwassersperren zu aktualisieren, im Mittelpunkt stehen wird. Der nachgerüstete Träger konnte zwar wieder flott gemacht werden, aber das Schiff und die Sperre werden für viele Monate außer Betrieb sein. Das gefährdet nicht nur das militärische Automatisierungsprogramm der Royal Navy, sondern die gesamte südenglische Küstenlinie. Auf die Frage nach einem Kommentar zu Daten beschädigt. Na geil. Wenn da mal was schief geht, ne? Gut, dass sowas IRL nicht passieren kann. Durchdrehende Maschinen? Ha! Lächerlich. Da haben wir doch entsprechende Schutzmaßnahmen. Oder? Oder? Verdammt. Wissen unsere Parteien überhaupt, dass es sowas wie Maschinen und KI gibt? Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Jetzt noch ein Schlachtrücken hinterher. Ja, 5 am besten, ne? Die so angewuselt kommen. Oder ganz viele Frettchen. Ganz viele Robo-Frettchen, die so angelaufen kommen, der Reihe nach. Wie wenn die Rohirrim geritten kamen, Alter, bei Minas Tirith. So kommen sie da einfach runter, oder? Wie Gandalf mit Eomer in die Uruks rein bei Helms Klamm. Junge, die Frettchenhorde, sie rennt. Blocksberg mit dem 50. Vielen lieben Dank. Wie immer die obligatorischen 2 Minuten für das Sub. Ich wünsche dir und allen anderen nur das Beste. Bis in 30 Tagen, Blocksberg. Mach es gut. Ich danke dir. Hoffe, bei dir ist alles super. Und hier bei denen ist auch alles super. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ja, keine Sorge. Ich glaube, die Frettchen kommen doch nicht, sonst würde der Boden schon wackeln. Okay, kleiner Soldat. Jetzt ist alles gut. Was ist passiert? Ich wollte nur auf die Jagd gehen. Und ich habe mich verirrt. Und dann jagten mich Maschinen und... Oh, gut. Du bist sicher. Gib mir einen kurzen Moment und dann bringe ich dich zurück nach Brennspeer. Danke, Kommandant. Bitte ohne Rang. Nenn mich einfach Tracker. Okay, Commander. Du hast mir sehr geholfen. Wäre schön, wenn ich die Maschinen alleine geschafft hätte, aber... Dem Kind geht's gut. Das allein zählt. Ja, seine Eltern werden froh sein, ihn wiederzuhaben. Sein Trupp auch. Und der Rest des Clans? Ehrlich gesagt, ich brauchte den Sieg. Es wird mir Rückhalt geben. Gern geschehen. Vergiss nicht, es ist deine Aufgabe. Jetzt musst du mit der Verantwortung leben. Ich weiß. Ich stelle mich den Herausforderungen für den Clan. Keine andere Wahl. Höre ich da Bescheidenheit? Natürlich, darin bin ich gut. Aha. Bevor ich's vergesse. Nimm dies. Ich hätte es ohne dich nicht geschafft. Mach dir um das Kind keine Sorgen. Ich bringe ihn nach Hause. Ehre dem Clan. Okay. Na. Da gab's du auf die Fresse. Goldbarren und Elementar-Krallenschreiter-Zirkulator. Okay, ist ein echt cooles Reagenz. Da hat er aber tief in die Tasche gegriffen, war? Was haben wir denn noch? Quests, Nebenquests, Aufträge. Das Fortdauern. Irgendwo im verbotenen Westen lebt eine Tenakt-Legende, die nur als das Fortdauern bekannt ist. Ach so, das war mit diesen Abzeichen, ne? Das war wieder was anderes. Verbotenes Vermächtnis. Alva glaubt, dass Daten aus San Francisco den Quen helfen könnten, das Flutkontrollsystem in ihrer Heimat zu reparieren. Sie will die Daten unbedingt finden. Komme, was wolle, na, das klingt doch super. Vermächtnisse sind immer eine gute Idee. Nur aufpassen, wenn's zu tentakelig wird. Da ist auch noch irgendeine Nebenquest. Aha. So viel zu tun. Aber wo ist denn meine Markierung jetzt? Da ist Aloy. Was ist denn der Auftrag bei der Quest? Begib dich ins Land des Vermächtnisses. Ja. Warum sehe ich denn das Land des Vermächtnisses nicht? Das ist Brennspeer gewesen. Rede mit dem Lehrmeister. Wieso ist das nicht markiert? Oder bin ich blind? Oder soll ich wissen, wo das ist? Da nämlich. Okay. Wollte schon sagen, irgendeinen Marker müssen sie mir doch geben. Heiliger, sonst hätte das eine Weile gedauert, das zu finden. Ja, okay. Hatten wir hier ein Feuerchen? Da hinten, jawohl. Dann nehmen wir das doch mit. Miba, hi. Also in Deutschland gewinnen die Maschinen nicht bei der Digitalisierung. Das stimmt, Deutschland könnte so die letzte Bastion sein, wenn die durchdrehen. Ne? Dann müssen wir halt ein paar Faxgeräte kaputt hauen
und irgendwelche riesigen Tintenstrahldrucker von 1903. Aber das ist dann vermutlich noch machbar, ne? Und vielleicht der Gerät. Das könnte sein, dass die Dönerläden dann richtig gefährlich werden. Davon aber abgesehen, vielleicht noch der ein oder andere High-End-Rechner, ja, bei irgendeinem Influencer zu Hause. Da sind dann auch die WoW-Spieler in Gefahr, ja, wenn man da wieder ein bisschen investiert hat. Da sind wir dann eigentlich die Opfer. Aber gut, das ist man als WoW-Spieler sowieso gewöhnt, ne? Da weint man dann, wenn man den Rechner zerschlagen muss. Oh shit. Wieso nur? Wieso? Na, dann können wir draußen mit Bögen schießen, das ist ja auch geil, oder? Oder? Ich weiß nicht. Will ich aber auch in so einer Welt mit so schönen Wolken leben. Nicht hier irgendwie nur komischer Dunst und Nebel und graues Matschwetter. Gar kein Bock. Da wandle ich mich dann. Das, was ich jetzt liebe, finde ich dann kacke. Können bitte noch mehr Leute gleichzeitig reden? Das ist original die eine Sache, die ich bei Horizon nicht vermissen werde. Alles andere werde ich vermissen. Oh Mann, alles ist so schön. Hey Alva, danke, dass du noch hier bist. Es war bestimmt nicht leicht zu bleiben, als die meisten Quen gegangen sind. Ich kam in dieses Land, um meine Familie zu retten. Ich kann noch nicht zurück. Nicht bei dem, was kommt. Ich habe Bohai von Nemesis erzählt und gab ihm einen neuen Fokus. Nemesis? Oh. Können wir ihm denn damit trauen? Er wird zu Hause sicher einen Weg finden, ihn zu seinem Vorteil über die anderen Aufseher auszunutzen. Aber wenn Gaia wieder vollständig läuft, können wir vielleicht ein Netzwerk aufbauen und so mit ihm in Kontakt bleiben. Vielleicht kann ich sogar mit meiner Schwester sprechen. Er sagte, er würde den Kaiser bitten, uns Hilfe zu schicken. Meinst du, der Kaiser wird auf ihn hören? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Doch ich hoffe es. Oh, und wenn du kurz Zeit hast, ich habe Neuigkeiten über die Leviathan-Daten. Okay, Leviathan. Sind wir doch im Mass Effect DLC, sieht er? Du bist zurück in Landfall. Hast du die Daten über Leviathan mittlerweile gefunden? Nicht ganz. Ich war bei diesem Wahrsager, aber es war nicht leicht, ihn zum Reden zu bringen. Die Daten scheinen etwas sehr Gefährliches zu enthalten. Etwas, das die Ahnen kompromittiert. Aha. Verbotenes Wissen. Ja. Aber er hat mir den Standort der Anlage verraten. Es ist nicht weit. Dann finden wir sie gemeinsam. Wir können sofort los, wenn es dir passt. Ja, sicher, oder? Dazu sind wir doch hier. Finden wir diese Daten. Komm, hier lang. Na los, gehen wir. Bin gespannt. Sie war ja als Begleitung auch nicht komplett Panne, ne? Ich erinnere mich an schöne Plasmapfeile. Mal gucken. Gefährliche Daten. Hat sie nur auf uns gelauert, ne? Damit wir jetzt gemeinsam in den Sonnenstrahl laufen. Und dann den Sonnenstrahl hoch. Nein? Okay, ganz so mystisch wird's dann doch nicht. Sherlock mit dem fetten T2er und dem fünften Monat. Vielen, vielen Dank. Musste erst noch euer Scribble-Abenteuer nachschauen. Also, um das klarzustellen. Das war schön wieder. Der Wahrsager wollte nichts mit Leviathan zu tun haben, obwohl es deiner Heimat helfen könnte. Bloß weil es verbotenes Wissen umrankt? Die anderen Wahrsager sind so wie ich früher. In Panik vor einem Fehltritt. Und bei den Aufsehern haben sie allen Grund dazu. Doch was ich seit dem Treibhaus erfahren habe, ist so viel mehr als das, was uns erlaubt ist. Wahrsager sollen die Wahrheit suchen. Und doch wird uns so viel verheimlicht. Ich bin es leid. Ja, dann hauen wir den einfach alle auf die Fresse. Das wäre doch mal eine Idee. Davon aber meine müsste die Anlage sein. Meine Klaus-Kinski-Methoden erfreuen sich meistens nicht so großer Beliebtheit. Meistens schreie ich auch selber rum, wenn wie ich die dann ausführe. Da alles nicht optimal, Wie kommen wir da rein? Ich finde bestimmt einen Eingang. Vor allem finde ich erstmal lecker Loot. Hier oben. Mehr große. Also, das sind viele Ruinen. Tränke? Ich sehe mich mal um. Das sind echt viele Ruinen. Und hier soll keine fette Killermaschine sein. Noch ein Langhals. Langhals, na gut. Irgendein Krokodil, ein Hippo. Vielleicht mal wieder ein dicker Dino? Nee, gar nichts, ne? Okay, oh. Aloy, wieso bebt der Boden?
Was es auch ist, es ist nichts Gutes. Warum stelle ich überhaupt Fragen? Oh Gott. Wir müssen es erledigen, wenn wir die Daten wollen. Eine Schlange. Okay. Ich helfe dir. Okay, das ist aber nett, dass du mir hilfst, hör mal. Feuerio! Putz! Oh, direkt komplett on fire. Das ist ja ultra big. Dann machen wir... Das sehe ich, danke. Dann machen wir hier gleich mal neu. Und dann... Oh. Oh, wie cool diese Movements sind. Oh mein Gott. Wow, zack. Let's go. Ja, Vorsicht vor den Luftstößen. Aber die kriegt gut aufs Maul. Länger, länger. Kriegt gut auf die Fresse. Müssen wir die Hits gerade taken. Ja, genau deswegen. Come on. Ranhüpfen. Aber ich komme nicht an den bunten Punkt oder was, Aloy. Wir müssen uns doch jetzt ranziehen können. Irgendwie. Wo ist denn der? Genau auf der Rückseite. Scheiße. Genau auf der Rückseite hätte ich mich ranziehen können. Eieiei. Wie man es wieder macht. Na, hörst du auf, so rumzuzappeln? Der liebt aber auch sein Stöckchen da zum Rumwickeln. Guck mal, zack. So, da ist er jetzt. Jetzt ist er wach. Bam, jetzt habe ich dich. Yeah, schlüpfe das Scheißerchen. Sehr gut. Weiter. Oh ja. Da fliegt einiges ab. Oh, ist das jetzt gut für mich? Vielleicht solltest du doch wieder an dein Stöckchen gehen. Ich weiß ja nicht. Ich ziehe einfach weiter drauf. Das schmeckt ihm überhaupt nicht. Oh, damn, boy. Das schmeckt ihm überhaupt nicht. Aber das ist okay. Keine Muni mehr. Ah, der fällt jetzt aber um, hoffentlich. Junge. Bam. Und erledigt. Also... Heute Nacht habe ich Albträume. Jetzt sollten wir uns nach den Daten umsehen können. Geil. Diese lockere Überzeugung, mit der sie das gedroppt hat. Puh. Heute Nacht habe ich Albträume. Ja, Mann. Endlich wieder, oder? Mutter Erde pupst nur. Das kann auch sein. Ja, ein sogenannter Schlangenfurz. Der schlängelt sich dann so ein bisschen durch den Darm. Und dann spürt man den schon kommen, weil es in einem bebt. Ne? Das ist ein ähnliches Konzept. Muss man nur aufpassen, dass man da nicht aus Versehen Gift spuckt. Na, da ist immer ein bisschen Risiko dabei. Das ist nicht riesig verglichen mit dem DLC-Endboss. Sehr gut verglichen mit dem ist nicht so viel riesig, das stimmt. Außer eine Sache, Shion, du weißt. Aber die werden wir in diesem Spiel, glaube ich, nicht sehen. Schmackhafter Loot. Und hier drüben liegt auch noch was. Ey, was da auch alles abfliegt bei diesem Beschuss, ne? Da bist du ja länger am Looten, als du am Kämpfen bist. Das finde ich ganz sympathisch. Ich loote gerne. Das Looten ist des Müllers Lust oder so. Wir mahlen zwar kein Korn, aber wir zermahlen die Gegner. Das ist so ähnlich. Muss der Schlange was vorflöten? Junge, imagine im Waffenrad hast du random so eine Flöte und dann stehst du da. Stehe ich hier, spiele Blockflöte und im Hintergrund siehst du ganz langsam, wie die Schlange sich auf mich stürzt. Ja, mit ihrem ganzen Gewicht. Und einfach zerquetscht. Ja, das wäre auch eine tolle Szenario-Option. Ich dachte, hier lag noch was. Nee. Nix am Boden, ach hier. Und auch keine Szenario-Option. Na gut. Nehmen wir die Rohstoffe. Und dann ist es auch schon dunkel geworden, ne? Müssen wir aber langsam nach Hause. Du, dunkel ist immer gefährlich. Kordix, hi. Dann gönnen wir uns hier noch was. Und da sind, glaube ich, nur Kräuter. Ja, gut, füllen wir die halt noch auf. Wenn hier so viele rumstehen, oder? Oh, läuft bei uns. Untersuche die Ruine nach Daten. Wir sollen noch gar nicht quatschen. Ich dachte, wir werten den Kampf von gerade aus. Der war ja wohl brutal. Aber nix ist. Ey, wie wir das Vieh zerfetzt haben, ne? Wow. Diese schönen Schuppen, Mann. Einfach nicht für die Ewigkeit geschaffen. Zumindest nicht, wenn man während der Ewigkeit in einem Dauerbeschuss zerbombt wird. Dann sind, glaube ich, sehr wenige Dinge für die Ewigkeit. Christa, hi. Irgendwo hier sind wir doch richtig, oder? Alte Vorratskiste. Nee, nicht so wirklich. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schlange genau auf irgendwas draufgekracht ist. Schlängelzahn. Ja, das da hinten. Datennexus. Die liegt wirklich genau da vorne, ne? Das ist ja unglaublich, du olle Zibbe. Da leuchtet's doch. Aha. Siehste, hab schon den verwundbaren Punkt nicht gefunden. Dann aber wenigstens dieses Gitter. Kann ich das so rausziehen? Oder kann ich's einfach... Oh. Na gut. Ja, so geht's auch.
Wer braucht schon so einen Flaschenzug? Niemand. Jo, etwas dunkler bitte hier in dieser Ruine. Gut, dass die Schlange draußen war. Wenn hier jetzt einer aus dem Wasser kommt, dann kriege ich aber diese anderen Komplexe, Mann. Weiß auch noch nicht, ob das so wirklich richtig ist. Aber da ist geiler Loot. Und wir erforschen Ruinen. Also mehr wollen sie eigentlich gar nicht von uns. Ich höre dich nicht. Ich bin hier drin. Weniger mühsam, schätze ich. Komm, sehen wir oben nach. Ja, komm mal mit reingeklettert hier. Ich habe uns extra einen Weg aufgemacht. Das war auch total kompliziert. Ich musste nicht einfach irgendwie ein Fenster eintreten oder sowas. Nee, es wäre nur für Amateure. Musste mir richtig was einfallen lassen. Ich glaube, da runter wollen wir nicht. Aloy wollte eher nach oben, hat sie gesagt, ne? Ah ja, hier, schau mal. Die Trümmer sind glücklicherweise so gefallen, dass wir einen Weg nach oben bekommen. Zufälle gibt es. Da ist ein bisschen Loot. Hier geht's aber auch noch rüber. Jawohl, guck mal, extra die Sprunggelenke heute wieder eingeölt. Da läuft das wie geschmiert. Sie will da durchspielen. Wie hieß die Sängerin? Irgendwas mit Annette. Die war auch bei Singster Annette Louisan. Holy shit. Ich glaube, es gibt ca. 10 Menschen auf der Welt, die Annette Louisan noch kennen. Junge, ich will doch nur spielen. Das Lied ging mir damals schon auf den Sack. Das wollte meine Cousine immer singen. Und ich hab's gehasst, ja. Ich hab's gehasst. Und dann hat sie ja den Dude abgemahnt von Mr. Eyeballs und so. Der jetzt, glaube ich, als Tooncraft auf YouTube unterwegs ist. Der hatte ja eine Website und hat sie da irgendwie verarscht und dann hat er die Website dicht machen müssen. Und wenn man dann auf die Website gegangen ist, dann kam nur noch so eine Songparodie von ihm mit "Ich will doch nur Flash-Cartoons machen, oh yeah." Das war auch geil. Das war so der erste wilde Beef, den ich im Interwebs mitbekommen habe. Sängerin gegen Flash-Cartoon-Artist. Wilde Zeiten. Keine Daten über Leviathan, aber dafür eine Art Protokoll. Die Datenbank löschen? Aber Miss Sasaki, die Berichte zeigen es doch. 3000 zeigen Symptome. Über 400 Tote. Die Daten sind eindeutig. Umuramba verseucht die Wasservorräte und fördert das Bakteriumwachstum. Und da Leviathan denselben Aufbau besitzt... Du bist doch clever. Klassenbeste, richtig? Mein Vater schuf diese Firma mit Hilfe von Weltklasse-Talenten wie dir. Und weißt du, was noch Weltklasse ist? Unsere Rechtsabteilung. Wenn du also nicht den Rest deiner Karriere in einem unterfinanzierten öffentlichen Forschungsinstitut verbringen willst, löschst du diese Datenbank und schickst alle Daten über Leviathan an mein Büro. Wow. Ja, Ma'am. Das war sie. Die Ahnin. Eileen Sasaki. Hunderte Tote. Und sie wusste, dass ihr System schuld war und ließ es einfach vertuschen. Waren die Ahnen alle so? Nein. Selbstsüchtig, skrupellos, ohne Moral? Nein, nein, nein. Und wir verehren sie als Inbegriff von Erkenntnis und Tugend. Nach diesen Informationen funktioniert Leviathan vielleicht gar nicht. Warte, lass uns noch nicht aufgeben. Du hattest doch gesagt, dass die Alten mit Leviathan Überflutungen kontrollierten. Also, funktionierte es wohl doch. Wir wissen mehr, wenn wir die Daten finden. In der Aufnahme war von einer Kopie an Eileens Büro die Rede. Im Hauptquartier des Unternehmens. Dort. Auf dem Mond? Okay. Gehen wir. Wir sollten nicht lange bis zum Turm brauchen. Ist da die Twitter-Basis, oder? Junge, mit Moral hatten die es wahrlich nicht so. Das war jetzt kein schönes Beispiel für die Ahnen. Aber gut. Hat man so nicht ahnen können, ne? Wie die sich in ihrem Bett so herumregelt und die Stimme dazu, latent nervig. Ja, gucke, alle 10 besagten Leute haben wir heute auch hier im Chat, ne? Von SingStar, genau. Da war das auch dabei. Meine Frau hat sich einige deiner Lore-Geschichten angehört und ich muss ihr immer erklären, wie die Leute sind, von denen du redest. Etwas Zeit noch und ich hole ihr einen Account. Ah, guck mal, über Umwege. Ja, sehr cool. Ganz liebe Grüße auf jeden Fall. Und wir wuseln zum Hauptquartier. Höchstwahrscheinlich meinte sie diesen Turm daneben.
Was war das für ein anderes System, das erwähnt wurde? Omuramba? Aber ich will zum Mond. Dem Vermächtnis zufolge der Vorgänger von Leviathan. Ein System zur Wassersteuerung, um karge Wüsten fruchtbar zu machen. Die Quen scheinen viel über diese Ahnen zu wissen. Die Wahrsager versuchten jahrelang, Leviathan wiederherzustellen. Dabei stießen wir auf viele Daten über Aileen Sasaki. Ich frage mich allerdings, wie viel davon wahr ist. Ja, würde ich auch nach der Geschichte gerade. Die Lügen der Titanen. Sie holen uns überall ein. Der Eingang ist blockiert. Wir brauchen einen anderen Weg rein. Die Soldaten bauten einen Pfad bei der nahen Ruine. Vielleicht kommen wir von dort hinüber. Geh voraus. War eigentlich nur ein Gag mit dem Twitter-Hauptquartier, aber wenn sogar der Eingang blockiert wurde? Damn. Wie weit sind wir gegangen? Die verdammten Algorithmen, die Bubbles, die Blockmöglichkeiten. Als nächstes kommt eine ganze Blockhütte. Dann sollten wir umdrehen. Da wird's zu gefährlich. Die Jugend von heute weiß nicht mal, was Flash war. Zum Glück, in Klammern. Einfach zum Glück. Wild. Frag mal Enel nach einer Reisemöglichkeit. Oh, das stimmt. Müssen wir gucken, wo es demnächst blitzt. Ne? Entweder ist es Enel oder ein Sturmvogel. Beide kann man vermutlich fragen. Nur ob mir die Antwort gefällt. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wo ist sie jetzt hin? Hier hoch? Sag mal, schon wieder rumgeklettert. Unglaublich, wurden wir gestern bei Jedi ja sogar hops genommen, ne? Von wegen früher hast du gern geklettert, ja, ja. Damals, weißt du? Damals, da war ich noch jung und unverbraucht. Ich glaube, bis hier kamen die Soldaten. Wir müssen höher klettern, um in den Turm zu kommen. Ich folge dir. Seht ihr? Wir sammeln Follower. Yeah, das ist schon das Geheimnis, um da reinzukommen. Los geht's. Sehr clean. Leise und unauffällig. Apropos Enel kommt er eigentlich auch mal wieder vor, da wurde der ausgeladen. Also sobald es irgendwo im Hintergrund blitzt bei One Piece, kommen sofort 20.000 Enel-Theorien. Und irgendwie kommt er mit Sicherheit auch nochmal wieder. Und in One Piece Odyssey, wenn da das DLC kommt, da wurde er auch geteasert. Also so voll ins Vergessen haben sie ihn nicht, aber mehr weiß man auch nicht aktuell, würde ich sagen. Das ist alles? Eine Vorratskiste? Ey, das war ein ganz schöner Weg, den ich hier hinter mich bringen musste. Die gönnen wieder nicht, fürchterlich. Dann mal hoch! Yo, ab nach oben, hier rüber. Weiter hoch, ja. Oh Gott, sogar die Fenster kommst hier du zurecht, mega Alva? Gesplittert. Ja, mach dir keine Sorgen. Ja, ist das so? Ich weiß nicht, ob sie solche Jumps hinbekommt. Ich weiß nicht, ob ich ihr nicht vielleicht ein bisschen helfen sollte. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht so gut klettern wie Aloy. Also natürlich. Oh, Grau habe ich. Toll. Hat er uns gesehen? Gut. Ich glaube nicht, aber wir müssen uns vorsehen. Aber nicht ganz genau so. Ein Grau habe ich. Den snipe ich runter, wie wenn der nervt. Wie kommen wir rüber? Der Balken sieht vielversprechend aus. Der Balken? Ach, der da. Ja, ist ja dunkel wieder hier. Ich sehe nur die Hälfte, Junge. So. Im Dunkeln ist gut munkeln und gut Balken schunkeln, wie wir sehen. Oh nein, okay, ja, war rutschig, der Balken. Stand auch kein frisch gewischtes Schild dran. Das ist ja viel höher, als ich dachte. Ja, aber es könnte auch noch höher sein. Ist das nicht ein toller Trost? Ich würde sagen, ja. Was ist das dort? Nicht identifiziertes Signal. Eine Drohne, die ich runterschießen kann, wa? Zaranis, hi. Wo ist denn der Grauhabicht? Da ganz oben oder was? Hab so ein bisschen Sorge, dass der mir gleich genau in die Fresse springt. Aber was willst du machen? Wie kommen wir hier denn hoch? Kann ich da einfach die Leiter runterschießen? Sieht nicht so aus, oder? Metallleiter. Ja, aber so hoch, ey Leute, so hoch kommen wir doch nicht, wir beide, fürchte ich. Nee, das wird doch nichts. Was habe ich denn dann für Optionen? Ich mag Birdie sehr gern, aber normal gibt es da immer irgendeine andere Antwort für die Leiter. Hallo! Oh shit. Ja, Jungs, was geht? Ich bin hier gelandet, freut ihr euch? Oh, ihr freut euch gar nicht, mich zu sehen. Oh, ihr freut euch so überhaupt nicht, aber ich habe euch was mitgebracht. Schau mal, das sind scharfe Chili-Bonbons. What? Yo!
Boah, schön jetzt mit dem Licht, Junge. Geiler geht's ja gar nicht. Hat sich gelohnt, unten ein bisschen zu warten. Nein, ich brauche Hilfe. Ich muss wieder hochkommen. Wo bin ich, verdammt? Das ist kein guter Platz für mich zum Fighten. Aber irgendwie kommen wir wieder hoch. Ja, ja. Warte mal da. So. Ich bleibe hier, bis du wiederkommst. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird, aber ja, ja, warte mal da. Ist halt fürchterlich, auf so einem Haus zu kämpfen, Junge. Krache ich alle 3 Minuten irgendwo runter, aber noch lebe ich. Woo! Da sind wir wieder. Okay, der ist hin. Da ist ein bisschen Loot. Aber ich glaube, es war noch einer, oder? Wenn ja, weiß ich nicht genau, wo der lauert. Vielleicht ist er auch vom schönen Licht geblendet. Ich bleib hier. Sieht etwas zweifelhaft aus. Wieso denn? Das war doch super. Jetzt könnte ich hier runterklettern. Aloy, suchen wir die Daten über Leviathan. Was wolltest du vorhin sagen, Aloy? So. Keine Grauhabichte mehr. Hä? Unsere Soldaten sagten, Grauhabichte sind die schlimmsten. Okay, nice. Tja, dann bleibst du jetzt da unten, glaube ich. Und ich guck mich hier oben dann um. Ich glaube, dahin kann ich dir nicht folgen. Ja, ach. Ich dachte, genau darum geht es. Dann ist jetzt die Folgefrage, bleibt sie wirklich unten? Oder muss ich einen anderen Weg suchen? Hier hinauf. Ich kletter erstmal weiter. Dann kann sie da unten von mir aus verschimmeln. Wenn sie nicht mal meine Hilfe mit der Leiter will, weißt du. Da mache ich mir doch gar keinen Kopf. So sieht's nämlich aus. Ich glaube, die untere Hälfte der Leiter muss man irgendwie runterlassen können. Habe ich nämlich auch gedacht, ne? Aber Ich bleib hier. Sieht etwas zweifelhaft aus. Mehr als draufschießen wir irgendwie nicht drin. Tja, jetzt klettern wir hier lang. Und Birdie ist mit mir. Birdie bleibt auch bei mir. Das ist so ein gut erzogener Vogel. Egal, ob ich auf den schieße oder ob ich ihn falsch repariere und dann ist sein Fuß auf einmal da, wo der Flügel sein sollte. Der ist immer cool damit. Der ist immer super drauf, ne? Sehr schön. Kann man eigentlich auch, aber wegen der schlechten Beleuchtung nicht zu sehen. Hätte doch geklappt. Ah, siehste. Da ist der Turm. Wait. Wir sollten rüberkommen. Aber wir müssen wohl springen. Du zuerst. Schau an, wer sich selber die Leiter runtergelassen hat. Aha, aha. Hat mich die Dunkelheit also gekontert, ja? So viel dazu. Nun gut. Alle Wege führen nach Springen, wie es scheint. Lordell mit dem 18. Vielen lieben Dank. Cheater. Ich bin ein klingt ja gar nicht gut. Gemeiner Hacker. Ja, vor allem muss ich da doch erstmal noch was wegziehen, oder? Ich muss zuerst diesen Schutt wegschaffen. Jo, machen wir. Es ist gelebte Arbeitssicherheit. Sehr schön. So, gut, dass Horizon nicht in Deutschland spielt. Sonst wäre jetzt Game Over. Okay, ich sollte es auf die andere Seite schaffen. Easy, kein Problem. Jo! Geschafft. Okay, Alva, du bist dran. Okay, ja. Alva. Kannst du zusehen, ob ich das richtig mache? Ja, wenn nicht, hören wir es. Komm schon, Alva. Du schaffst das. Das klappt schon. Macht einmal Splorch und dann war nicht richtig. Bitte brich nicht. Alva, Alva. Come on, mit Anlauf jetzt. Yeah. Alva. Oh. Alles gut. Oh, easy. Oh, wow. Da geht's echt tief runter. Junge. Sie wäre einfach fast verreckt, ne? Birdie hätte sie bestimmt wirklich gut? Auch nicht gerettet. Die Tür ist, geht's dir wirklich gut? Mhm. Ja, alles okay. Gehen wir weiter. Jo, gehen wir weiter. Na, lassen wir sie erstmal zu Atem kommen, oder? Looten wir ein bisschen? Hier steht, der Code ist Monat und Jahr der Unternehmensgründung. Monat und Jahr. Von Brad Hale an IT-Security betreff nutzlos. Was bringt mir ein Passcode-Hinweis, wenn er nicht den Passcode anzeigt?
Nächstes Mal, wenn ich den Konferenzraum für eine Vorstandssitzung vorbereiten will und nicht reinkomme, weil ich diesen blöden Passcode vergessen habe, seid ihr schuld. Ich soll einen nicht hilfreichen, nutzlosen Passcode-Hinweis verwenden? Schön. Add bei Gründungsdatum, Monat und Jahr. So, seid ihr jetzt zufrieden, ihr IT-Security-Trottel? Boy. Dem Vermächtnis zufolge war das im Oktober 2023. Das aber schon ganz schön fies, ne? Lass doch die armen Security-Leute in Ruhe. Was haben wir hier drüben noch? Eigentlich hat sie es ja gerade schon... Das Unternehmen wurde also im Oktober gegründet. Geleakt. Dem 10. Monat des Jahres. Ja. Der 10. Monat. Passcode-Hinweis zurückgesetzt. Mr. Hale, die IT-Security möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Eingabe ihres persönlichen Passcodes in das Passcode-Hinweisfeld nicht den digitalen Sicherheitsstandards entspricht. Dementsprechend wurde ihr Passcode zurückgesetzt. Erneut. Bitte wählen Sie zukünftig einen geeigneten Passcode-Hinweis. Also 1023 oder wie? Oder andersrum, war das bei den Amis nicht immer ein bisschen seltsam? Bei unseren amerikanischen Freunden, wir werden es jetzt mitbekommen. Das Unternehmen wurde also im Oktober gegründet. So rum, okay. Den 10. Monat des Jahres. 10? Oh, es sind mehrere Zahlen. Dann 10-2023 vermutlich. Das ist ja ein interessantes Jahr, ne? 2000... Oh, nein! Ah, wie war zurück? Viereck. Ja. 2000... Das Unternehmen wurde also im Oktober gegründet. Dem 10. Monat des Jahres. Jetzt müsste die Tür auf sein. Okay. Easy. Die Zukunft. Ja. Geil. Läuft. Vielleicht sind die Leviathan-Daten hier. Ja, würde mich wundern, wenn die noch intakt sind, aber zumindest ist hier noch nicht alles voll eins eingestürzt. Kostensenkungsstrategie? Wir reden hier von Menschenleben. Bei Omuramba habe ich gehorcht. Aber das ist... schlimmer. Ganz ruhig, Eileen. Das Risikomanagement weiß Bescheid. Hm? Sie meinen, dass die Chance eines weiteren Zwischenfalls in akzeptablem Rahmen liegt. Wir machen weiter mit Leviathan. Weißt du, Dad, Einsparungen rächen sich immer irgendwo. Ob in akzeptablem Rahmen oder nicht. Tja, eines Tages in ferner Zukunft, wenn du das Sagen hast, kannst du tun, was du willst. Doch bis dahin, lass das doch meine Sorge sein, ja? Eileen und ihr Vater waren nicht immer einer Meinung. Aber die Omuramba-Vertuschung war wohl nicht ihre Idee. Das ist egal. Sie hat trotzdem mitgemacht. Na, gehen wir weiter. Ihr Büro muss weiter oben sein. Dad, es geht um Menschenleben. Nicht so schlimm. Die Risikoberechnung zeigt an, ist alles im akzeptablen Rahmen. Ach so, ja dann. Junge, bitte. Was war das denn wieder für ein Laden? Heilige Scheiße. Hier haben wir erstmal noch ein Lagerfeuerchen. Und dann haben wir hoffentlich noch mehr Treppen. Sackgasse. Im Schacht ist eine Leiter, aber er ist blockiert. Vielleicht kann ich den Schutt aus dem anderen Schacht räumen. Ah, hier, ja. Weiterer Zwischenfall. Ja, ja, ist alles akzeptabel hier. Kein Problem. Jetzt ist ja auch hell draußen, ne? Jetzt sehe ich ein bisschen mehr. So, heller von Sinnen. Schön. Mit Balkonien mal sehen, hier. Das führt. Mach du ruhig. Ich suche mir einen Weg, auf dem ich nicht so schnell in den Tod stürze. Okay, ja. Hast du Risikoberechnung durchgeführt oder wie kommst du auf so eine Idee? Das ist ja spannend. Da ist schon mal irgendwas zum Klettern. Aber da komme ich von hier, glaube ich, nicht ran. Das hier sieht allerdings verdächtig aus, Aloy. Das sieht verdächtig aus. Da ist auch ein Greifhaken. So, damit können wir doch starten. Gucke. Oh, boy. So sollte sich ein Gebäude nicht anhören. Aber noch einen Greifhaken sehe ich nicht. Rüber komme ich aber, glaube ich, auch nicht. Wait a second. Nee. Was machen wir hier jetzt? Von dem komme ich nicht weiter. Links rum. Links ist auch noch was. Aber da komme ich da auch nicht einfach so hin, wollte ich sagen. Aha! Müssen wir uns irgendwie um die Ecke wieseln hier. Hey, ja, ja, Alva? Ja. Ja? Eines verstehe ich nicht. Du sagtest, Eileen hätte Leviathan gebaut, nicht ihr Vater. Was ist also passiert? Ich weiß nicht.
Das Vermächtnis sagt dazu nichts. Das Wissen ist entweder verloren oder verboten. Oder vielleicht irren wir uns auch da. Oh toll. Ja, vielleicht ist auch mein ganzes Leben eine Lüge, Leute. Naja, Hashtag YOLO. Scheiße. Du weißt doch, solange der Profit stimmt, ist alles okay. Ja, das ist das wahre Risiko, ne? Dass der irgendwie einbricht. Also das gilt es zu vermeiden und da muss man sich als Mitarbeiter auch ruhig mal opfern. Also jetzt nicht deine Zeit, sondern dein Leben, damit es der Firma gut geht. Ich finde, das ist auch das Mindeste, ja. Da muss man auch mal an den Chef denken. So, einmal rüber hier. Und dann kommen wir, glaube ich, jetzt dahin, wo ich es gerade schon an der Wand gesehen habe. Irgendwie muss es da ja gleich so ein bisschen rüber gehen. Oh, wenn ich Pech habe, geht es gleich ganz schnell nach unten. Scheiße. Aber solange mich mein Gleiter nicht im Stich lässt, wird das schon. Darüber wäre wünschenswert. Da ist auch eine Kletterkante. Kannst okay. Du Aloy? Jo, Junge. Ja. Oh mein Gott. Das ist bloß ein weiter Weg. Ja, ja, normaler Schulweg, ne? Scheiße, da hat der Kackstift aber gemalt gerade. Bei dem Ausreißer nach rechts. Reu dich, Mann. Okay. Erst sollte ich wieder versuchen, das Ding da rauszuzutscheln, oder? Yes. So. Ja. Und da ist jetzt ein Greifhaken, wie es scheint. Jo. Ausgezeichnet. Und von hier kommen wir jetzt dort rüber, glaube ich. Oder runter erstmal. Wait. Ja, ja. Step by step. Stabity step. Nur nicht step zurück, Aloy. Und jetzt dort rüber mit Kreis. Ah, guck mal. Wird sogar nochmal angezeigt. Die denken hier mit. Das ist sehr, sehr schön. Die denken für mich mit. Das ist wichtig und richtig. Gleiter, wie so ein Luftbändiger bei Avatar. Ja, genau. Ich hätte auch gern ein fliegendes Bison, aber der Weihnachtsmann hat mir bis heute keins gebracht. Das prangere ich auf jeden Fall auch an. Möchte lieber in der Zukunft leben, wo die riesigen fliegenden Bisons regieren. Aber auch das ist bisher nicht eingetreten. Wir brauchen mehr geisteskranke Genforscher in der Wissenschaft. Da werde ich mich von heute an für einsetzen. Was mache ich denn hier jetzt? Jetzt kann ich darüber. So, da komme ich ja her. Da geht's nicht hoch. Da geht's nicht hoch. Da geht es rüber. Ja. Aber da hänge ich da auch gerade, oder nicht? Das heißt hier hin. Da hoch. Wie soll das gehen? Doch irgendwie rüber und noch höher. Das sieht nicht zum Klettern aus. Das auch nicht. Habe ich einen Schwunghaken zum Ranziehen? Auch nicht, oder? Muss ich hier wieder irgendwas runterkrachen lassen? Da bin ich hoch, darüber. Von da hier rauf. Wieso ist denn da jetzt nur eine Kante? Das ist ja sehr merkwürdig. Das raff ich gerade nicht. Wieso nicht? Zeig mir den Weg! Aloy, was machen wir? Nochmal rüberspringen, nochmal drauf. Irgendwas noch runterziehen. Da ist auch noch eine Kante. Da komme ich aber auch bloß nicht ran. Was soll das denn? So. Okay, hier soll ich, glaube ich, nicht stehen. Nee, es geht weiter hoch. Da eine Kante, da eine Kante. Bis dort rüber kam ich gerade. Und hier geht es nicht weiter. Alles nur rote Kreuzchen. Das heißt, ich muss rüber, um dann hier hochzuspringen. Yeah, warte, das geht? What? Wait. Wo waren da jetzt die Kanten? Okay, ich hätte schwören können, das darf niemals funktionieren, aber fuck it, wir sind richtig irgendwie. Ja, Aloy macht das schon. Man darf sich auch nicht nur auf die Leuchtekanten verlassen. Ja, da haben wir noch was. Da ziehen wir erstmal rüber. Ich schätze, das hätte gerade gefehlt, oder? So. Ah ja, das war der Zwischenbalken. Das komische blaue Gitter habe ich nicht gesehen. Aber gut, wer braucht das schon, oder? Nur Noobs klettern mit Balken. So, das Leben findet immer einen Weg. Zack. Schön hier mit dem blendenden Licht. Was ist mit dir, Alva? Schon einen Weg gefunden? Noch nicht.
Noch nicht. Oh, ihr gefällt das immer noch nicht hier oben, ne? Sie will schnell wieder runter. Das mit der Risikoberechnung heute ist nicht anders. Wenn es billiger ist, einige Klagen zu bezahlen als einen Rückruf, dann wird es nicht gemacht. Das stimmt leider. Das kennt man auch aus unserer Game-Industrie hier, ne? Ist auch so ein paar Geschichten. Trotzdem krass. Endlich geschafft. Wobei dann Videospiel nochmal was anderes ist als Menschenleben, ne? Je nachdem, womit man da kalkuliert. Uff. Ich hätte vorhin fast gefailt, hab meinem Priester einen Volkswechsel gekauft und wollte ihm auch einen Name-Change holen. Hab erst den Race-Change geholt und wollte direkt auch den Name-Change kaufen, aber damit habe ich zum Glück noch gewartet, denn ich konnte beim Race-Change einen Gratis-Namen ändern. Ach, gucke. Ey, denken Sie mit, ne? Big. So, wir sind oben. Ich bin wieder bei den Schächten. Wenn ich den Feuerglimmer sprenge, könnte der Aufzug abstürzen und einen Weg freimachen. Das ist eine gute Idee. Hey, Alva, geh mal von dem Schacht weg. Okay, aber wieso? Siehst du jetzt? Oh, jetzt komme ich an die Leiter. Bin gleich da, Aloy. Aha. Darüber scheint noch ein Stockwerk zu sein. Könnte Aileens Büro sein. Okay, eine wir treffen uns oben. Leiter. Sehr gut, da ist sie wieder. Mein Freund, die Leiter. Ja, in so einem instabilen, verrosteten Gebäude irgendwie in den oberen Stockwerken ein paar Sachen zu sprengen, das erscheint mir eine risikoarme Option zu sein, ne? Das ist kein Geschafft. Problem. Geschafft! Da bist du ja. Na los, mal sehen, was hier oben ist. Da hat sie jetzt aber Bock gehabt beim Klettern. Heiliger. Speed-Kletterer ist einfach olympisch. Der Schulweg unserer Eltern und Großeltern ist das. Nur, dass keine 20 Meter Schnee liegen, das fehlt noch, ja. Und zu wenige Sturmvögel, die dich dann noch beschossen haben, ne? Geil. Alataya, hi. Noch eine versperrte Tür. Wir müssen den Code knacken. Diese Artefakte. Oh. Ich glaube, die gehörten Aileen. Jeder Wahrsager träumt davon, ein Artefakt eines Ahnen zu finden. Und vielleicht helfen sie mit der Tür. Und du hast sie alle. Oh, heilige Mikrowelle. Mach meine Pizza wieder warm. Ha. Fancy. Aber krass, wie viel davon auch die Zeit überdauert hat. Sogar das Sofa. Das sieht ja aus wie meins, Junge. Vielleicht sollten wir uns die Artefakte ansehen? Vielleicht sollten wir das. Oh, das muss der Larsen McCurry-Preis sein. Dem Vermächtnis nach gewann Aileen ihn mit 40. Für ihre Arbeit an Leviathan. Interessant. Das ist aber wieder so ein Mordwaffenpreis, ne? Ach du Scheiße. Imagine, den kriegst du auf so einer Gala, besäufst dich dann und dann versuch mal mit dem Ding im Arm lebend nach Hause zu kommen. Da kannst du aber vergessen, ey. Sieht wie eine Art Prototyp aus. Zur Wasseraufbereitung. Das muss der H2-Flow sein. Der was? H2-Flow. Die frühen Erfindungen hatten seltsame Namen. Der H2-Flow. Okay. Kreativ. Ja. Das ist dein Sofa. Einfach reales Foto so reingefotoshoppt. Easy. Foto, Foto. Ein Sofa auf die Wishlist. Immer rein damit. Das ist Kunst, glaube ich. Könnte sein. Hm. Ja, ich glaube, das wurde zum 25-jährigen Firmenjubiläum in Auftrag gegeben. Ein Hauch von Tüll. Sehr schön. Pyro, hi. Naja, wäre auch komisch, wenn dein ehemaliger Mensch nun Ork Sven oder Dieter heißt. Jedenfalls, wenn man sich die NPC-Namen anguckt, ja. Da ist das schon sinnig, so einen Wechsel mit dazuzugeben, ja. Sonic, hi, alles cool. Hoffe bei dir auch. Was haben wir noch dort drüben? Ich frage mich, ob mir etwas zeigen kann. Zugriffskonsole. Das ist anscheinend nicht ganz so spannend. Was gehört? Das muss die Libelle 6 sein. Ah. Adbay nutzte sie für die meisten ihrer Bauprojekte. Die Libelle 6 war ihr erfolgreichstes Modell. Ha. Cool, die Libelle. Verstehe. Dann haben wir ein bisschen was über diese Sachen lernen können. Was brauchen wir hier jetzt für einen Code? Ist das einer, den wir schon kennen? Nee, das ist vermutlich von allen dieser Teile hier, oder? Wozu wurde das Ding nochmal gemacht?
Zum 25-jährigen Firmenjubiläum. Scheint auf dem letzten Sockel gestanden zu haben. 25? All die Zahlen, die du genannt hast, ob die vielleicht den Code ergeben? Ja. Probieren wir es. Ja, sagst du die Zahlen jetzt auch nochmal, oder? Hey, Mann. Wie alt war Eileen, als sie diesen Preis bekam? 40. 40? Was war das nochmal? Der H2-Flow. 2? Wozu wurde das Ding in Auftrag gegeben? Zum 25-jährigen Firmenjubiläum. Scheint auf 40, dem letzten Sockel gestanden zu haben. 2, 25? Wie hieß das hier nochmal? Libelle 6. 40, 2, 25, 6. Kreativ. Okay. 40, 2, 25, 6. Das hat nichts gebracht. Scheiße. Ich dachte, das würde klappen. Haben wir etwas übersehen? Hä? Aber es war doch richtig, oder nicht? Habe ich die Zahlen jetzt verwechselt? What? Bin ich so lost? Wie alt war Eileen nochmal, als sie den gewann? 40. 40. Wie hieß dieses Ding nochmal? Der H2-Flow. 2? Wozu war das nochmal? Zum 25-jährigen Firmenjubiläum. Scheint auf dem letzten Sockel. Auf dem letzten! Nein, sie haben mich getrickt! Wie wurde das nochmal genannt? Libelle 6. 40, 2, 6. Mal prüfen, was mein Fokus sieht. 25, ne? So, 40. Die zwei Artefakte 2, auf dem Boden. 6. Vielleicht waren die auf gegenüberliegenden Sockeln. 25. Ah, okay. Wie böse, Mann. Wie böse. Oh mein Gott. Well played, Horizon. Man fasst die ganze Stadt. Eckbüro. Tolle Aussicht. War wohl Eileens. Mal sehen, ob die Leviathan-Daten hier sind. Stimmt. Oh, diese Konsole hat hier unter Freiluftbedingungen überlebt. Ein Träumchen. Moin, na wie geht's? Alles cool. Aber letztes Mal reingeschaut und hab mir dann erstmal Zero Dawn gegönnt, aber für einen PC. Das habe ich auch auf PC gespielt, das lief aber eigentlich einwandfrei. Hoffe, es ist bei dir auch so und dann ganz viel Spaß. War auch ein super geiles Game, der erste Teil. Tja, es ist offiziell. Eileen Sasaki, CEO, Vorsitzende und schlimmste Tochter der Welt. Die Security musste Dad zum Word bringen. Ab jetzt kommunizieren wir wohl nur noch per Anwalt. Oh. Betrachtet man die Welt von hier oben, sieht man kaum Details. Menschen werden Risikofaktoren. Statistiken. Viel zu leicht. Omuramba sollte sauberes Wasser liefern. Lebensqualität. Es war leichter, das Problem einfach zu ignorieren. Leichter, die Lüge für wahr zu halten. Aber ich will nichts mehr vortäuschen. Bei Leviathan mach ich's richtig. Keine Einsparungen. Keine Lügen, um den Schein zu wahren. Das tilgt unsere... meine Sünden nicht. Aber vielleicht können wir doch Gutes tun. Sie stürzte ihren Vater und übernahm die Firma, damit Leviathan niemanden umbringen würde. Es klang, als hätte sie die Omuramba-Vertuschung bereut. Sie war nicht perfekt. Kein Vorbild, wie die Quen glauben. Aber auch kein Monster. Sie wollte ihre Fehler wieder gut machen. Jetzt kennst du die Wahrheit. Was die Daten angeht, Leviathan? Ja, alles hier. Ich lade eine Kopie runter. Stimmt etwas nicht? Ich glaube, ich bleibe noch etwas länger. Hier sind noch andere Daten, die ich durchsehen möchte. Sicher, dass du alleine klarkommst? Runter geht's leichter als hoch. Wir sprechen uns in Landfall wieder. Okay, wir sehen uns dort. Nach dieser Kraxelei könnte ich auch hinabgleiten. Und du willst was? Hm? Nur so ein Gedanke. Schöne Arschbombe, let's go.
Ja, cool. Level 51. Daten haben wir beschafft. Und schön Dreck am Stecken aufgedeckt. So mögen wir das. Cool. Das war eine nette Kletterpartie. Was haben wir denn noch Nettes? Das Tal der Gefallenen. Im Tal der Gefallenen haben sich viele tödliche Maschinen versammelt und die Tieflandtinak gezwungen, ihr Gebiet zu verlassen. Aloy muss die Sache untersuchen. Das machen wir. Do it! Spring schon, komm, traust dich nicht, oder? Nee, hier könnte man wirklich schön mal runtersegeln, oder? Haben wir ein Feuer in der Nähe als Zielpunkt? Lass mal sehen, wie wir sehen. Sehen wir nix. Wo ist denn die normale Map? So, dort drüben wäre ein Feuerchen. Na, Angst, Potter? Träum weiter. Nice, da ist sogar Birdie. Ey, jetzt könnte ich im Flug sogar aufmounten. Das sind ja Zustände hier. Wunderschön. So weit sind wir hochgeklettert. Krass, ey, so hoch kam es mir doch nicht vor. Aber gut, da sieht man mal. Einfach immer weiter klettern, irgendwann kommt man oben schon an. Ob man möchte oder nicht. Gut, wenn es nach unserer Freundin ging, dann wären wir vermutlich nach den ersten 10 Schritten doch unten geblieben. Aber so ein bisschen Motivation muss ja sein, oder? Das muss ja sein. Okay, sind wir gelandet. Und können erst nochmal... Okay. Wait, sie reden da noch drüber? Hast du es geschafft? Na klar. Fantastisch! Wir sehen uns in Landfall. Viel Glück da draußen. Ey, Mann, wie super. Können wir mal zur Golden Gate Bridge gehen? Habe ich leider keine Ahnung, wo die ist. Aber können wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Why not, why not? Erstmal gucken wir aber zum Tal der Gefallenen. Unbekanntes Lagerfeuer, was soll das denn? Dann markieren wir das gerade noch so und reisen selber dahin. Ja, ein Tal voller tödlicher Maschinen. Das ist eine gewagte Aussage, ne? Wo vorhin bei der ersten Quest direkt Donnerkiefer und Sturmvogel kamen. Oh, es ist heiß, Junge. Das bin einfach ich, wenn ich meine frisch gemobbten Charaktere sehe. Boah, ey, geil, ist das heiß. Wo muss ich denn hin? Darüber? Dann habe ich jetzt nicht so den besten Weg genommen, oder? Gesundheit? Ja, ich würde gerne einfach rüberfliegen, bevor ich jetzt hier stundenlang durchs Wasser warte. Aber wenn ich das richtig sehe, muss ich erstmal aus dem Dorf wieder raus. Sonst greifen die Birdie Boy an. Das kann ich nicht. Damit kann ich nicht leben. Yeah. Hast du eben vom Turm aus gesehen? Oh, okay. Ja gut, dann war ich schon mal in der Nähe, ne? Dann ist das Lagerfeuer von gerade vermutlich keine Vollkatastrophe gewesen. Das ist schon mal gut. Na, wir flattern schön drumherum. Wir wollen nämlich das Lagerfeuer dann auch holen. Geht das auch von Birdie aus? Glaube ich so noch nicht probiert, ne? Oh, das war, ja, wait. Haha, das war einmal nicht wie geplant. Aber hier wollten wir nach unten. Jawohl, Petri, schön entspannt. Einmal durch den Baum. Und dann möglichst nicht alle Äste abtrennen. Ja, leise und unauffällig. Ausgezeichnet. Kleinfurt, hi. Da ist es doch, das Feuerchen. Aber es deckt, glaube ich, nicht auf, oder? Wenn wir jetzt so laufen... Das sieht sehr gesund aus, wenn wir so laufen. Jetzt hat's aber, glaube ich. Jetzt müsste es gehen. Lagerfeuer. Ja, das passt. Sehr schön. Ich glaube, so macht man zwar auch einen coolen Auftritt, aber wir sind langsamer, als wenn ich eigenhändig hier lang kriechen würde. Darum schwingen wir uns vielleicht doch wieder in die Luft. Und machen uns auf zum Tal der Maschinen. Man muss bis auf 40 Meter ran. Okay, dann war das mit dem Rüberfliegen natürlich ein Stückchen zu hoch, ne? Da sind wir ja ein sogenannter Überflieger, da nehmen wir uns gern Meter mehr nach oben hin raus. Und dann ist es hier bisher ja relativ freundlich. Oh, und friedlich. Oh, Killertaube, Junge, ich habe nichts gesagt. Wie das weiße Kaninchen beim Ritter der Kokosnuss. Eieiei. Hier sind wir richtig. Schönen guten Tag. Ich bin die Neue. Das Marschallin Evira mit einer der vermissten Tenakt.
Du hast auch den Namen. Ja, das klang schon mal nicht so gut, der erste Kontakt hier. Aber wir kommen ja, um zu helfen, ne? Moin. Marschallin Ivira, ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenakt gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenalla zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Und dann gab es diese merkwürdig glühenden Lichter an der Küste. Das Tal ist verflucht. Wir hätten nicht reingehen sollen. Ich werde den Fluch brechen. Ey, Birdie hat schon wieder Spaß da hinten. Hui! Junge! Dann machen die immer fertig, wie er da einfach lang segelt, ne? Und sein bestes Leben feiert. Hui! Nice, Mann. Lass dir nichts erzählen. Mach genauso weiter. Nero, hi! Ich habe letztens bei ESOR ein Mandalore-Teamock gebastelt und den anderen Spielern ist es auch tatsächlich aufgefallen, wurde dafür bejubelt, das ist auch cool. Ja, das ist ja dann mit das größte Lob, was man kriegen kann, ne, wenn das erkannt wird. Nice. Ivira, du wurdest zur Marschallin bei der Kulrut und du warst an Hikaros Seite im letzten Gefecht mit Regala. Und du bist die, die auf den Flügeln der Zehen flog, hast Regalas Gefahr im Kampf beendet. Ich tat das alles nur, um zu helfen. Auf beeindruckende Art. Und ich sah es mit meinen eigenen Augen. Und ich dachte, die Kulrut war der beste Tag meines Lebens, Marschallin zu werden, die Vision der Einheit zu bezeugen. Doch du hast dich im Kampf mit Regala übertroffen. Du bist ein Vorbild für mich. Ja, Regala hatte mich aber gut im Schwitzkasten, ne? Das war kein schöner Fight. Du erwähntest merkwürdige Lichter in Küstennähe. Von einer Insel im Süden. Sie erschien eines Tages, aus dem Nichts, und zur gleichen Zeit kamen die Maschinen ins Tal. Außerdem gab es Berichte von einem Lichtstreifen, der am Himmel über der Insel auf und ab geht. Ich sah ihn in der vierten Nacht, eine Flamme, die in den Himmel ging und in den Sternen verschwand. Muss von der Zenith-Basis gewesen sein. Davon weiß ich nichts. Vor kurzem sind die Lichter verschwunden. Rauch steigt jetzt von der Insel auf, als ob eine Schlacht stattgefunden hat. Oder etwas in der Art. Aha. Schöne Bombe reingeschmissen. Wenn das Tal so lange abgeriegelt war, warum seid ihr reingegangen? Wir wollten die Prüfung ablegen. Das Tal ist ein guter Test für Tieflandsoldaten. 10 Tage und Nächte überleben. Jede Maschine ausschalten, die im Weg ist. Dex hatte einen Plan. Wir erledigen jede Maschine, eine nach der anderen, und verdienen den Respekt des Clans. Doch am 3. Tag wurden wir von Iveka getrennt. Die Maschinen schnitten uns den Weg aus dem Tal ab. Als Marschallin Ivira uns fand, waren wir verwundet und ohne Vorräte. Weitere Maschinen griffen uns auf der Flucht an. Dex war direkt hinter uns, aber er war nicht schnell genug. Sad life. Och Mann. Wir gehen rein. Viele Maschinen an einem Ort. Klingt schlimm. Ich sollte mir das ansehen. Vielleicht kann ich es beenden. Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Nein. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Na schön, wenn du meinst. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay, danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schluchtrand. Folge den 10, Aloy. Ah, mal sehen, was das wird. Gut, dass wir keinen random Begleiter mitnehmen. Aloy, sie weiß es. Sie weiß es. Die hat andere Dialoge, je nachdem, ob man die Finalquest schon gemacht hat oder nicht. Oh, das ist natürlich auch cool, wenn sie das entsprechend anpassen. Big. Hab eben gegoogelt, wo die Brücke ist auf der Map. Kannst gleich mal Karte aufmachen und komplett rauszoomen. Wie weit ist denn komplett rauszoomen? So vermutlich, ne? Weiter geht nicht. Das ist komplett rausgezoomt. Und dann magst du es jetzt so koordinieren quasi, dass ich das einmal markieren kann. Da links, hier, vielleicht sieht man die sogar auf der Karte, ich weiß es gar nicht. Irgendwo hier? Das sieht aus wie eine Brücke dort. Aber ist fast ein bisschen zu klein, oder? Das hier? Oben in der Ecke. Hoch. Hier. Vielleicht hier, wo ich es noch nicht aufgedeckt habe. Wenn es da nicht ist. In der Ecke. Ganz im Nordwesten.
Irgendwo hier dann, oder wie? Weiter hoch. Okay. Da sehe ich es halt noch nicht, ne? Aber irgendwo hier dann vermutlich. Ja gut, dann setze ich da mal einen Marker. Und dann können wir da mal rumfliegen, wenn wir das nächste Mal in der Nähe sind. Okay, dankeschön. Ah, wie schick ist das Licht hier wieder. Wenn wir nicht hier bleiben? Nein? Okay. Dann muss ich wohl erkunden. Welch grausames Schicksal. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, gute Folge auch. Etwas lockt Maschinen in das Tal. Klingt nach einer Art Köder. Frage ist eher, was für Maschinen? Vielleicht können wir ja einfach eine Feuerbombe reinschmeißen und dann hat sich das erledigt, das Thema. Ich fürchte aber, ganz so einfach wird es dann doch nicht sein. Kleines Lager. Und ihr seid zum Klettern gedacht, oder? Jetzt sind ja die gelben Linien wieder real. In Star Wars wurde ich ja zum Teil verarscht von diesen... Ein paar Monate unbenutzt und der Weg verlottert. Oder ist das Teil der Prüfung? An diesen gelben Rändern. Verlottert! Aloy, was für Schätze der Muttersprache hier wieder zutage gefördert werden. Der Weg, er verlottert. Da werde ich aber rasend, du. Hör mal. Da müssen wir nachher mal die Putzeimer schwingen hier. Schön einmal rüberbohnen. Wunderbar. Es ist schon wieder dunkel. Ich sehe schon wieder nur die Hälfte. Das ist mit dem Klettern immer so eine Sache. Mein Rucksack okay. Ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Noch ein kleines Lager hier gefunden. Aber wo zum Teufel wollen sie mich jetzt haben? Da ist so ein Punkt. Vermutlich, um wieder hochzukommen. Und das war jetzt echt nur so ein Lager, ne? Wir müssen eigentlich weiter hoch, nehme ich an. Ja, das sieht doch richtig aus hier. So. Na, gucke. Einmal zurück und dann von da ganz oben oder hier einfach hoch? Irgendwie müssen wir doch dieses Stück hier noch springen können, oder nicht? Tatsächlich nicht? What? Wait. So. So, und jetzt rüber? Ah, ja, wollte ich doch sagen. Wir wollen doch hoch hinaus. Ja. Yeah. Oh Mist, die WoW-Marke war vorhin bei einem Wert von 400k, steigt schon wieder auf 370 mittlerweile. Direkt mal zuschlagen. Need Gold. Junge. Ja, da sind so neue Patches immer ganz geil, ne? Die Leute, die Pause hatten und dann erstmal irgendwie wieder Anschluss finden wollen und dann natürlich auch im Plussen und Raiden wollen, aber keine Kohle haben, da sie nicht gespielt haben. Dann stehst du vorm Aha und denkst dir, ja, mal so ein paar Pots kaufen. Oh shit. Oh shit, schaffe ich es da rüber mit Anlauf bestimmt? Let's go! Auf keinen Fall! Hing da nicht auch noch so ein Querbalken? Ja, aber der hängt irgendwie ein bisschen sehr an der Seite. Darum habe ich den gar nicht für voll genommen. Was soll das denn? Warte, dann vermutlich so? Ja, oh, der Doppelhüpfer, Junge. Ich mache gleich einen Lampenlöhrer, wenn das so weitergeht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich sollte dem Pfad folgen. Folge dem Pfad. Oh, das ist aber... Aber die Brücke oh. Hält noch. Da geht's echt tief runter. Oh Gott, das wäre ja nichts für mich. Ich habe an sich keine Höhenangst, aber auf so einer Brücke, während hier alles auseinanderfällt, und dann noch schön mit rutschigem Moos hier. Please no, Junge. Schön langsam. Für die Immersion. Ich habe da auch noch ein paar grüne Ausrufezeichen gesehen. Mehr Nebenquests. Ja, da verstecken sich noch einige, ne? Die kommen aus den Schatten, aber nur wenn sie wollen. Richtiger Frechdachs-Move. Und dann ist es gar nicht mehr weit. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Leichen. Hurra, mehr zum Looten. Oder so. Weil Lagerplätze hatten sie hier ja reichlich. Bisher ist ja ruhig. Die Gefahr ist die Tiefe. Und das eigene Unvermögen, den Weg zu finden. Das sind die beiden großen Gefahren, die wir hier haben. Sonst ist doch chillig. Bisschen Dschungelambiente hier. Ich muss höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Ja, Aloy schon aus der Puste, ne? Hör mal, wir sind da eben im Hochhaus hochgeklettert. Da ist das hier doch eine leichte Übung, ey. Ich hab gut reden, ne? Ich mit meiner Jogginghose, Junge. Das ist aber gar kein Problem. Zack. Da geht's auch ganz schön runter. Und dann sind's immer noch 500 Meter, also. Heilige Scheiße. Gut, irgendwie mussten sie sich ja beschäftigen, ne? Geschafft. Ich muss den Wasserfall und die Klippe südlich des Horus finden. Evira das WLAN. Tödlichen Maschinen, die in der Nähe sind.
Das WLAN war hier vermutlich auch nicht gut. Da musstest du halt im Wald rumhüpfen. Und keine gute. Und ein wütendes Schwein. Evira hätte die Maschine erledigen können, als sie Kinala half zu entkommen. Ja, da stecken auch ein paar Pfeile drin. Oder das Schwein hat ihn gerichtet. Die Schweine kommen immer genau dann, wenn es am verdächtigsten noch ist. Noch eine tote Maschine. Der ist schon ein bisschen dicker. Braucht ihr viele Treffer, um sie auszuschalten? Ich muss auf alles gefasst sein. Ja, vielleicht hat er einfach schlechtes Aim. Kann er bei mir mal in die Leere gehen? Weil schlechter und schlechter gibt dann gut, Junge. Es ist pure Mathematik. Das muss Dex sein. Oh no. Im Kampf mit der Maschine gestorben. Ein Jammer. Sad life. Aber, Junge, da wurden einige Schüsse noch abgegeben. Nicht schlecht. Einfach mit in den Tod gerissen. Gar keinen Bock gehabt auf die Maschine. Ich will nicht mehr, hat er sich gedacht. Aber dich nehme ich noch mit. Ein bisschen Balrog-mäßig, zack, schön die Feuerpeitsche ans Bein. Und runter mit dem Eumel. Da vorn. Junge, das ist aber echt einer. Die Ruinen der Zenith-Basis. Der längeren Laufwege. Und dazu dieser dichte Nebel. Fürchterlich. Komm gleich King Kong um die Ecke, wenn ich nicht aufpasse. Wenn er aus Versehen falsch abgebogen. Skull Island, bist du's. Da sehen wir die dicken Ärmchen. Und da, aha, sind ein paar Maschinen. Langsam wird's ja unheimlich hier. Schön mit Wasser, wie klar auch dieses Wasser ist. Junge, alles ist so hübsch. Aber auch so tödlich, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt ist nicht mehr nur hübsch. Da ist der Wasserfall. Und Killermaschinen, wie versprochen. Versänger. Wenn ich recht habe und hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Ja, da hinten ist auch ein Hühnchen noch. Frage ist, soll ich erst diesen... Müssen wir eh erledigen, okay. Soll ich erst diesen Köder finden? Ich muss mir was anderes überlegen. Oder erst die Maschinen. Blitz. Und der Kollege war auch gegen Eis. Dann könnten wir ja versuchen, den ein bisschen zu freezen. Beziehungsweise könnte ich versuchen, dort vorne in den Busch reinzukommen. Oder hier. Dann könnten wir versuchen, Stealth Engage hinzulegen. Und dann... Ah, ich habe auch keine Blitze mehr, ne? Na gut, dann zerlegen wir das Hühnchen mit unserer Zenith-Waffe. Oh shit. Ich war gar nicht in der Hocke. Der Plan ist fast gescheitert. Aber eben nur fast. Kein Problem. Wenn der jetzt nicht seinen Flammenlaser genau in meine Fresse entfesselt, dann sollte das eigentlich noch hinhauen können. Ja, guck da rüber, genau. Oh. Das machst du bitte hier nicht. Oh. Das ist kein Kollege, wo ich es mir verscherzen sollte. Ja, geh normal weiter. Hier schön rüber, genau. Na, machst du einen ruhigen? Komm mal, mein lieber Freund. Böp. So, das Kniegelenk brauchtest du eh nicht mehr. Und dann gehen wir gleich mal ins Eis. Jawoll, Icy Eis, Junge. Geiler Scheiß. Zack, rein da. Der Versänger wird zum Versenkten. Ja, na fall um jetzt. Hör mal. Dankeschön, das war gut. Wo ist das Hühnchen? Wo ist das Hühnchen? Sie werden die Hühnchen? Suche bald aufgeben. Ja, das war doch so laut, das hat es nicht mitbekommen. Wow, was für ein Kameradenschwein von einem Huhn. Das ist ja unfassbar. Ja, es kommt nicht bei uns in die Gilde. Ich wollte es eigentlich mitnehmen. Ein paar Roboschreiter für die Gnome, wo es ja jetzt fraktionsübergreifend ist. Aber mit dem Benehmen, Alter. Ja, bleibt er schön auf der Strecke. Sag nicht zu laut. Nicht, dass noch eine King-Kong-Maschine existiert. Bei dem Spiel weiß man nie. Ja, so Transformers-mäßig kommt Optimus Prime auf den T-Rex angeritten. Ne? Scheiße. Darauf möchte ich dann doch verzichten. Ah, da ist das Hühnchen. Und was ist da hinten noch? Das sieht auch nicht gut aus. Ah, der ist tot, oder? Oder er schläft. Akku leer. Hier ist nichts. Dreh dich um. Dreh dich um ruhig. Ja, ja, du kannst mir vertrauen. So ist schön. Ja, können die mal aufhören irgendwie? Ich bin aufgeflogen. Oh nein, in die Büsche zu schießen. Nein, sie können nicht damit aufhören. Das ist ja fürchterlich. Was machst du denn? Meine Güte, beruhige dich.
Tiberius, warm, du musst ruhiger werden. Ja. Ja. Es gibt Frikassee. Sehr gut. So, das Gebiet ist sicher. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Ja, die beiden waren jetzt aber sicherlich nicht die Köderwächter, oder? Ich meine, soll mir recht sein. Aber das waren jetzt nicht die Ober-Super-Hyper-Killer-Maschinen. Das waren eher so die Azubis, würde ich meinen. Wisst ihr, wo ich mich vorgestern wieder total alt gefühlt habe? Ich habe gesehen, dass La Fee schwanger ist. Ja, La Fee. A, existiert La Fee noch? B, macht sie Content auf Insta und ich glaube TikTok? Und C, ist La Fee schwanger? Ja, ich wünsche dir ein Virus, Bruder. Ja, Prinzesschen, du hast leicht. Die kriegt einfach ein Kind. Heftig. Wilde Zeiten. Bald sind wir alle Sternstaub, Leute. Wo? Da ist eine Markierung. Und da ist auch eine Markierung. Wie alt ist sie denn mittlerweile? Das weiß ich nicht. 30? Bestimmt so 30 rum, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich war nie ein großer La Fee-Fan. Also das ist so ein... So ein Teenie-Pop-Rockstar. Dachte ich's mir doch. Aber dieser hier sieht entwickelter aus. Nach Zenith-Technologie. Schätze, der funktioniert noch. Auch wenn deren Basis ein schwelendes Wrack ist. Das sollte ich mir näher ansehen. War mal sehr wild. Ja, war so ein Bad Girl-Teenie-Star und hatte so ein aufgemaltes Gesichtstattoo und so. Und ja, wer sie nicht kennt, ich würde jetzt mal sagen. Sehen, ob ich das Ding ausschalten kann. Habt jetzt nicht unbedingt was verpasst, aber... Ja, war relativ bekannt ihrer Zeit, sage ich mal. Wie schalten wir den denn aus? Einfach so. Okay, Ehre. Böp. Rein damit. Rein damit. Ja. Yeah. Die Daten hier sehen nach Protokoll aus. Von etwas namens der Julius. Eine Zenith-KI? Da steht lokalen Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Ich sollte zur Klippe südlich des Horus aufbrechen. Dort ist vielleicht ein weiterer Köder. Ja, ich meine, einige haben einen Wachhund, ja, oder irgendwie Security-Personal. Und andere haben halt einen Maschinenköder und halten so ein paar Versenger. Wenn dann der Postbote zu nah rankommt, wusch, Augenbrauen weg. Scheiße. Ishto, hi, ich spiele jetzt Horizon Forbidden West im New Game Plus Modus. Macht mir richtig Spaß. Cool. Geht mir auf jeden Fall ähnlich. Kann man nur empfehlen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es jetzt sehr lange dauert, bis ich wieder ein Game bekomme, das wirklich so schön ist. Heilige Scheiße, Mann. Es ist so hübsch. Das letzte Mal, dass ich von La Fee was gehört habe, das war da nicht so jugendfrei. Oh, damn. Okay, ja. I remember. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her, ne? Okay, I see, 32 ist sie. Gucke an. Ja, irgendwie in so ganz seltsamen Schüben, in so einem 5-6-Jahres-Rhythmus höre ich immer wieder random Sachen von La Fee. Das eine Mal singt sie, das andere Mal zieht sie sich aus, dann hat sie auf einmal ein Kind. Es ist wirklich verrückt, dieses Leben. Verrückt, sage ich. Dafür bin ich dann wohl zu alt, habe noch nie von der Dame gehört. Das ist nicht weiter schlimm. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil. Man weiß es nicht genau. Da soll ich jetzt hoch. Wow, hier mit dem Nebel wieder, ne? Wie langsam das Licht da durchbricht. Da unten wieseln sie rum. Was seid ihr für Eumel? Ihr seht ziemlich ungefährlich aus. Bleibt dabei. Ich sollte hier hochklettern können. Das passiert, wenn man sich auszieht. Auf einmal machst du auf neben dir ein Kind. Och nee. Heinz, es ist schon wieder passiert. Muss man immer Obacht geben. Ist so. Hier können wir bestimmt gut weiterklettern, oder? Können wir nicht. Wir können überhaupt gar nicht klettern. Das heißt, wir gehen nach unten. Boah, wer hat denn die Wege hier wieder gebaut? Die waren doch besoffen auf dem Bauamt. Kannst doch keinem erklären. Ich glaube, ich bin in dem Gebiet, das Evira erwähnte. Hier gibt es definitiv tödliche Maschinen. Oh ja, das da vorne. Da ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Oh. Wenn ich fliege, könnte ich eine Energiezelle vom Horus mitnehmen. Die könnte mit den Maschinen helfen. Oh. Das ist sogar ein Bebenzahn, ne? Ach du Scheiße. Brody, kannst du mich abholen? Nee, kann er nicht. Der Schildflügel aber hält.
Energiezelle vom Horus holen. Und dann da runterschmeißen, ne? Wo haben wir das gemacht? Bei Regala, glaube ich, bei ihrem Angriff. Ja, yeah, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ich sag's auf Arbeit auch immer, ich werd zu alt für den Scheiß. Das fühlt man einfach, oder? Ich hoffe, dass Ghost of Tsushima dir auch so gut gefallen wird. Und dass es in den 16 Uhr Streams landet. Ich verpenne doch immer die 21er. Ich auch, lull. Ja, bin ich gespannt. Da habe ich sehr viel Gutes von gehört. Und hat ja auch eine sehr schicke Optik wohl. Wo waren hier die Energiezelle? Hello, Herr Horus. Wo ist denn deine Zelle? Oh nein. Oh nein, Birdie, wir müssen höher fliegen. Wir müssen höher. Ja, 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 ja. War die nicht immer hier irgendwo auf dem Kopf? Ah, da, ich sehe sie. Ah, okay. Wir sind nicht völlig falsch. Ein Glück. So, schön langsam. Und jetzt einfach runter. Ja. Dann konnte er die aufnehmen und dann konnte ich die einfach fallen lassen wie so eine Bombe. Wie wenn ich aus dem Dachgeschoss den Müll rausbringe, weißt du? Einfach von oben morgens ins Müllauto schmeißen. Gar kein Problem. Ja. Flatter, flatter. Ich glaube, das hätte man eleganter machen können, oder? Indem ich einfach X drücke. Hat ein bisschen lang gedauert, naja. So, jetzt kann ich die ablegen. Ich will die aber nicht ablegen, ich will dir den voll auf den Kopf zimmern. Ich hoffe, das ist ungefähr dasselbe. Pass mal auf, hier sieht doch eigentlich ganz geil aus, wenn ich jetzt sage, bada boom, bada bang. Yo, das war stabil, holy damn hell, Junge. Und schön außer Luft, dachte ich. Okay, das habe ich mir, what, was passiert hier? Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber gut, von mir aus auch so. Wieso denn nicht? Was kostet die Welt? Ja, weg mit den Scheiben. Der sogenannte Scheibenkleister. Sehr schön, weiter drauf, Aloy, komm. Bevor uns der Elefantenkollege in die Seite fährt, gibt es noch ein bisschen Löschwasser oben drauf, damit er gar nicht auf die Idee kommt, uns jetzt hier zu ärgern. Oh, das war gut. Das war gut, das war gut. Gleich wieder rein, komm. Weiter geht's. Jo, das sind schon eher die Killermaschinen. Aber ich bin auch so eine Killermaschine. Man kennt sich hier in diesen Kreisen, was soll ich sagen? Oh ja, Scheiße, ich brauch den Elefanten gar nicht. Der Donnerkiefer, der macht mich einfach alleine. So, Benjamin. Benjamin, du kannst wegbleiben. Oh Gott, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ganz, ganz anders. Ey, Leute, wir stehen im Feuer. Der Donnerkiefer fällt. Das heißt, wir machen noch einmal Muni. Wir geben uns Heilung. Wir ziehen uns ran. Ja, ich habe gehofft, die Bombe macht deutlich mehr. Aber gut, wir müssen mit dem arbeiten, was wir kriegen können. Heilige Scheiße. Fall doch bitte um jetzt. Ja! Nice. Okay, one down. One down. Oh, Bebenzahn ist aber auch kein einfacher Fight, Junge. Oh mein Gott, yo. Oh mein Gott, das ist alles gar nicht gut, was hier passiert. Ich muss schnell weg. Und ich brauche einen Heiltrank. Ey, Leute, jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Ja, ja, dieses verdammte random Hühnchen, das da auch noch rumspringt, Junge, das macht mich so aggressiv. Das ist ganz fürchterlich. Das ist das Schlimmste von allen. Das Schlimmste von allen. Birdie. Du bist da oben. Ich würde gerne erst das Huhn ausschalten, bevor ich mich dem Elefanten widme. Bin sehr froh, dass der Donnerkiefer umgefallen ist. Wo ist das verdammte Huhn? Da ist Fanti. Ich höre eine komische Drohne. Ah, da kreist auch noch... No way, da kreist ja auch noch einer. Das war gar kein Huhn. Das war das Vieh. Oh, shit. Okay, das Hauptproblem ist, den muss ich eigentlich runterknallen, weil der haut sonst auch so einen Mörserschuss oder so raus. Ne? Oh Gott. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh, Felsen von oben. Blitze von vorne. Aber ich glaube, das wird nichts mit dem Kollegen in der Luft. Jetzt ist er unten. Jetzt ist er unten. In dem Moment. Oh, no way. Wie ich's hasse, wenn die ihre Angriffe koordinieren, ne? Unglaublich, ey. Wo ist das Vieh jetzt hin?
Ich weiß es nicht. Wir holen uns den Scheibenwerfer. Fanti ist gerade eingefroren. Dann ist es das Chaos. Ja, trampel alle kaputt. Come on, Daddy. Hau mich auch noch weg. Ist mir egal. Meine Ausdauer ist zu niedrig. Gibt's ein paar Ass-Shots. Oh ja, bevor der sich umdreht. Schön rein da. Immer wieder nachladen. Feuer frei. Yo. Oh shit. Bruder. Ich dachte, es ist nur ein normales Huhn. Aber es sollte alles schlimmer kommen. So, der hat erstmal ein paar gefressen. Vielleicht jetzt nochmal die Chance, wenn ich nicht sofort die Stampede abbekomme, zum Scheibenwerfer zu greifen und zu sagen, Kapau! Jau! Oh, der ging ein bisschen daneben. Nicht so schlimm. Putz! Schön in die Fresse. Oh ja! Und das war's. Aber wir setzen nach. Herr Fanti! Keine Geburtstagstorte für dich. Und dann ist es nur noch dieses Kackvieh da hinten. Du räudiges Schwein. Du bist der größte Verbrecher von allen hier. Der schlimmste von allen. Und er lässt sich nicht mal richtig treffen. Die Mistsau, wirklich. Vielleicht ein paar gute alte Stachel? Hättest du da Lust drauf? So ein paar Stachel? Oh ja, hast du. Feierabend, Penner. Krass. Okay, ich sollte mich umsehen. Vielleicht finde ich einen Köder. Noch einen Köder. Ich sollte mich darum kümmern. Huh, boy, das war anstrengend. Oh mein Gott, von allen Seiten kamen Sachen auf mich geflogen. Aber ich freue mich, dass einer meiner besten Freunde, der gute alte Stachelwerfer, gerade den Kill securen konnte. Das war ein wahrer Win. Aber von der Bombe hatte ich mehr erwartet. Das hätten wir overall ein bisschen schöner machen können. Aber Chaos gehört zum Leben dazu. Ja, ja, wer nur plant, der verpasst auch das Chaos und somit das Leben. Ja, so sieht's aus. Wer zu oft sauber macht, verbirgt nur den Dreck, Leute. Wir müssen uns wieder mehr Dreck gegenseitig ins Gesicht werfen. Das ist ehrlich, ja, das ist offen. Klaut ihm nicht seine Zelle, am Schluss wacht der auch noch auf. Das wär's noch, weißt du. Ich guck so, dass ich den Elefanten im Griff habe, im Hintergrund wackeln die Tentakelarme. Scheiße. Na gut. Da ist noch ein Sender. Den sollten wir uns auf jeden Fall noch gönnen, aber ein paar Heilbeeren, da würde ich auch nicht Nein sagen. Ja. Na schön. Ja, für die Jagd. Jetzt wird das Ding abgeschaltet. Die Jagd ist an sich eine schöne Sache. Problem ist, ich war gerade die Beute. Na, das müssen wir wieder rumdrehen hier. Einmal das Ruder schön rumreißen. Mit kurzen Stacheln kennen wir WoW-Spieler uns halt am besten aus. True. Auch dieser Köder muss weg. Yo. Noch ein seltsames Protokoll von dem Julius. Es erwähnt einen dritten Köder in der Nähe. Oh nein. Ich schaue mir das an. Und da lag ich wohl richtig. Die Sinets haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Der Fight gerade war nur Köder 2 von 3? Excuse me, what? Buddy, ich will nicht mehr. Kannst du mich abholen? Wir gucken jetzt die Brücke an. Die Quest ist leider zu Ende an dieser Stelle. Wir wollten zur Golden Gate Bridge. Wo ist denn der letzte Köder? Da oben? Wie soll ich da jetzt hin? Oh nein. Habe ich einen Weg? Irgendwo? Oder soll ich einfach fliegen? Könnte auch sein. Ich glaube, wir fliegen einfach. Birdie, wo bist du eben? Warst du doch hier? Hello, da drüben, du Eumel. Da mal. Einfach aus meinem Blickfeld raus. Frechheit, was kommt denn dann jetzt? 20 Donnerkiefer auf einmal? Oder war er eben schon chaotischerweise überfordert? Junge, die Wolken. Da will man einfach mal reinbeißen, oder? Lecker, lecker Zuckerwatte. Läuft bei uns. Reuven, hi. Irgendwo hier. Der dritte Köder dort vorn. Was haben wir da denn? Da ist der Köder. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich ihn abschalten kann. Ja. Ja, das sind Ameisenbärchen, oder? Ameisenbärchen. Irgendein Wächter. Die sahen jetzt nicht so brandgefährlich aus, aber das ist die Falle, wa? Das wird die Falle sein, Junge. Gleiten wir erstmal runter, gucken uns das an. Das sind dann auch alles irgendwelche Viecher,
die sich bei Lowlife zu so einem riesen Mecha-Godzilla transformieren. Ja, irgendwie so. Und ich bin Tokio. Ich werde kaputt gehauen, Stachelschnauze. Ja. Man muss immer mit dem Ameisenbären rechnen, Leute. Das hat sich nicht geändert. Und du bist einfach nur ein Wächter. Rotaugenwächter. Hä, das sind doch ultra lame Mistgegner. Was habe ich denn jetzt verpasst? Das sind auch nur die drei, oder? Ich meine, selbst wenn es jetzt hier wären, wer ist das denn? Eine der Vermissten, Telakt. Ich muss diese Maschinen erledigen. Da sitzt random irgendein Typ rum so. Ach ja, hier Donnerkiefer und Todeselefanten. Mensch, erstmal Picknick. Breiten wir eine schöne Decke aus. Was soll passieren? Das war mit euch Feuer, ne? Ja, Feuer ist eine gute Sache. Feuer habe ich auch noch dabei. Dann hätte ich gesagt, du kriegst jetzt einfach mal eine. Schön in den Peppers. Pepp. Hier kommt die Ameisenkönigin. Und dann gibt es ein bisschen Feuer. Das hat ihm gar nicht gefallen. Oh, hat ihm das nicht gefallen. Okay, die gehen voll Enrage. I see. Aber das Feuer wird euch, glaube ich, trotzdem nicht schmecken, Leute. Ganz ehrlich, jetzt unter uns. Putz. So. Und dann gibt es von mir aus hier noch ein paar. Oh, wie er sich windet. Oh nein, der Arme. Okay, der ist hin. Und da ist noch einer. Aber ist es wirklich nur der eine? Wenn ja, wo kommt er? Von rechts. Oh, oh. Oh, das ist Plasma, oder? Oh. Aber nicht so schlimm. Oh, mein Shot hat aber mies gebrettert. Über die Hälfte Leben weg. Jetzt muss er nur noch mal gucken. Komm schon. Schiel mich an, Daddy. Zuerst muss ich die Maschinen erledigen. Dann kann ich den Köder überbrücken. Ja, Aloy, was machen wir denn gerade? Frage für einen Freund. Na, fällst du um? Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Das war einfach ein Prank jetzt, dieser Fight, oder? Oder haben sie noch drei Sturmvögel an den letzten Köder gebunden? Aber das hier? Mit den Ameisenbären? Die waren ja fucking One-Hit. Da hätte ich mir ja den stillen Schlag fast sparen können. Aber ich will mal nicht meckern. Wenn ich jetzt weiterrede, dann werden schlimme Dinge passieren. Sehr schlimme Dinge. Darum looten wir, freuen uns über den recht einfachen Kampf und quatschen erstmal mit der Tenak-Tante. So. Köder überbrücken für Dummies. Jawohl. Wo war sie denn? Saß sie nicht irgendwo hier? Hello? Wo bist du denn hin? Was? Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Er hat gedacht, sie saß hier oben. Ah, da! Eins weiter unten! Och Mensch! Nicht mal die schönste Aussicht gegönnt hier. Du machst ja Sachen. Servus. Was macht eine Fremde so weit hier draußen? Das Tal freimachen. Du musst eine der vermissten Tenak sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dex und Kenala. Sind sie... Kenala lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira. Moin. Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveta... Ach nein. Das sieht mal nach Kampf aus. Oh nein. Bist du dabei, Marschallin? Oh Gott! Meine Klinge gehört dir! Ach du Scheiße, was bist du denn, Frostschlaue? Ich wollte schon immer sowas vernichten. Schwach gegen Feuer, ja. Ich fürchte, die werden uns vernichten, aber hau rein, würde ich sagen. Oh Gott, er ist schon neben mir. Bro, der stand einfach neben mir, hat sich gedacht. Schönen guten Tag. Ich wollte mal Hallo sagen. Der hat noch getroffen, glaube ich, die Feuerbombe. Der Feuerbombe hat noch gesessen. Komm, schön in den Bärenarsch. Zack. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut, aber wir sollten uns um das Bärchen schon kümmern, würde ich sagen. Oh, der Bär hat Priorität. Die Affen sind zwar schnell, aber der Bär zerbumst mich, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist die Nachhut. Die Kavallerie ist da. Oh, jo. Das war ein guter Kanister. Sehr schön. Alle Beschaffungsmaschinen erledigt. Sehr... Wow, Mr. Affe, was war das für ein Slide? Bist du ein Skaterboy oder was? Schwach gegen Blitz, habe ich nicht. Das heißt, wir bleiben bei dieser Waffe. Suchst du gerade Deckung hinter dem? What? Die Big Taktik. Holy, jetzt lass dich treffen. Oh, die sind so schnell. Und die haben so coole Moves. Ich bin so neidisch auf seine Sprünge. Aber ich hab dich. Ziel markiert. Und das war's schon. Verdammt. Scan da nicht rum, das ist mein Job. Ja, weiter geht's. Come on. Mehr Shots. Jo, die brettern.
Aber der tankt das. Der tankt das besser als der Bär von gerade. Heilige Scheiße, Mann. Die haben wirklich dolle Bock. Da müssen wir nochmal die 60 voll machen. Und den anderen nehmen wir uns vielleicht mit unseren... Oh! Mit unseren Speeren zur Brust. Den können wir aber zumindest execute. Bam! Sehr gut. Der ist auch weg. Oh, jetzt vielleicht der Affenarsch. Ja. Schön ins Schwänzchen rein. Auch Äffchen dürfen beschnitten werden. Oh ja. Komm zurück. Komm zurück. Der hat dolle Bock. Boah, bin ich froh, dass ich den Bären so schnell im Griff hatte. Imagine, der würde hier jetzt noch mit rumspringen, Junge. Das wäre völlige Endstation. Ich bin's geschafft. Das war unglaublich. Ich werde ja, aber nach cool. Ibeka sehen. Ich sollte den Köder in der Nähe überbrücken, damit keine Maschinen mehr hergelockt werden. Ja, das hätte ich vielleicht vor dem Gespräch machen sollen, ne? Wäre vielleicht gar nicht mal so dumm gewesen. Nun ja. Ging doch. Der Bär hatte Bock massiv zu fressen und immer kurz bevor der mir richtig eine verpassen wollte, haben meine Geschosse irgendeinen Eiskanister von ihm hochgejagt. Das war sehr chillig. Finos, mein Lieber, das ist auch sehr chillig. Hast eine Menge Zweien dabei, hör mal. Der dicke T2er und der 22. Ja, geil. Mal kurz rein, weißt ja, will mir nicht spoilern. Grüße, mein Bester, gönn dir mies, ganz viel Liebe für die ganze Army. Und für dich, mein Guter, vielen Dank. Dankeschön. So, Vorratslager. Das passt. Und den Bären hatte ich noch nicht gelootet, oder? Der lag doch hier hinten irgendwo. Der wurde ja als Deckung missbraucht, aber als Ersatzteillager noch nicht. So, hätten wir das auch. Er ist so vielseitig. Man kann ihn einfach für alles benutzen. Diese lebende Legende. Moin, ich war heute den ganzen Tag im Garten und es war geil. Jetzt höre ich dir die letzte Stunde zu. Das ist auch geil. Sehr schön. So darf die Woche starten, oder? Wunderschön. Dieses Zeug, was da blitzt, ist auch zum Looten. Okay, wollte schon sagen, das sieht ja verdächtig aus. Rohstoffscanner. Ah, so ein Zirkulator. Dann müssen wir da oben auch nochmal hingucken. Weil Zirkulatoren sind immer ein bisschen seltener, bilde ich mir ein. Die brauchte man auch immer für Upgrades in verschiedenen Formen. So, Köder. Aber voll cool, dass immer noch was passiert, womit man nicht so rechnet. Ja, das können sie echt ganz gut, ne? Diese Oh-Shit-Momente. Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus, als wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Ich hab ne Aufgabe für dich. Der Junge. Klapp und mach, was dir gesagt wurde. Nimm die Roboter von hier, um den Ort frei von lokalem Abschaum zu halten. Ich würde es selbst tun, aber Gerard meint, ich muss mich konzentrieren. Also hab Spaß für uns beide. Wird gemacht, Wohltäter Wisser. Auf den Julius ist Verlass. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte Evira informieren, dass das Teil sicher ist. Natürlich, Eric, dieser Räudige. Schön dem Julius überlassen. Was ist das auch für eine Ansage gewesen gerade? Der Julius macht das schon, okay, Julius? Cool. Chill, mach deine Eier bitte. Sei doch nicht so. Hab heute erfahren, dass ich Mittwoch und Donnerstag auf Dienstreise darf. Dreimal dürft ihr raten, wann meine neue Graka und Co. geliefert werden sollen. Big Pain. Musst du auch ein paar Köder überbrücken. Wenn dann irgendwelche Killerbären angreifen, dann darfst du bestimmt zu Hause bleiben. Scheiße. Bin gleich zurück. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Meinst du, es kommen noch mehr gefährliche Maschinen? Nein. Ich fand heraus, was die Maschine ins Tal brachte und setzte dem ein Ende. Oh, gute Nachricht für den Clan. Oh. Ist es, genau. Ein paar schreckliche Leute steckten dahinter. Die Lichter, die vor der Küste waren, kam das von ihnen? Ja. Es war eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Danke, dass du mir das sagst. Hier, ich möchte dir das geben. Danke. Das Teil sollte jetzt erstmal sicher sein. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy. Jo, was haben wir bekommen? Himmelsschlag-Bolzenschießer. Okay.
Okay. Nette Waffe, aber ich bin kein Bolzen-Fan. Noch nie gewesen, Mann. Bin eher so der Bolzen-Hasser. Sad Life. Das war eine sehr schöne Quest, die hat auf jeden Fall gebockt. Auch wenn der Mittelteil echt frech war. Die Ausgrabungsstätte für Stufe 22. Ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Quest. Aber ich hatte hier eben noch irgendwo eine, oder? Da? Oh, da sind sogar noch drei. What the hell, Junge? Irgendwo hatten wir noch eine einzelne, glaube ich. Da wäre noch eine. Die war vorhin auch noch nicht da, oder? Wo kommen die ganzen Quests her, Junge? Sie kommen aus dem Nichts. Wisst ihr, bevor wir uns da jetzt was raussuchen, wollten wir erstmal Sightseeing machen. Wir wollten noch kurz zur Golden Gate Bridge. Da sind auch noch zwei. Bruder, das Game ist einfach nie zu Ende. Ich liebe es. Genauso muss es sein. Dann porten wir uns dahin. Ja, komm, Schnellreisepaket. Egal, dazu sind sie doch da. Und dann gucken wir uns die Bridge mal an, wenn ich sie jetzt finde. Oder wir spielen eine Runde Bridge, das geht auch. Es gab auch mal so eine Boyband, die hieß Lexington Bridge. Das war so As-5 für Arme. Und was gibt es noch so mit Brücken? Hatte jemand in der Parallelklasse, der hieß Brücke mit Nachnamen. Der hat die aber eher eingerissen, als welche aufzubauen. Trauriges Schicksal. Manchmal geben Namen da einfach keine passende Perspektive, ne? Wo? Dann, Birdie Boy, wollen wir so ein bisschen nach oben, ja. Und dann sollte irgendwo da drüben die Golden Gate Bridge sein, beziehungsweise ihre Überreste. Ach da sehe ich so einen roten Pfeiler. Ja, das kenne sogar ich, Junge. Bin zwar eine absolute Geo-Null, aber das kenne sogar ich. Ach, guck mal, mit dem Licht ist schon schön. Wäre auch heute noch ein tolles Postkartenmotiv, würde ich sagen. Und wie riesig dieses Teil ist. Wow. Das ist schon echt cool. Aber allzu viel ist nicht übrig, ne? Da hängen noch so ein paar letzte Fetzen runter. Heilige Scheiße. Eigentlich auch gebaut für die Ewigkeit, aber wenn dann irgendwelche Killermaschinen drauf landen, dann wird's wieder unangenehm, ne? Oh, unten wird auch gewackelt. Wackeldackel. Da sind die Herrscher der Ruinen. Boy. Ja, da ist sie. Guck mal, richtig detailliert, ne? Nicht einfach nur hingeschissen. Schön die einzelnen Stahlstreben hier mit bei. Haben wir nochmal Sightseeing gemacht. Noch ist sie vorhanden. Die letzten Überreste. Wird bestimmt auch verehrt von irgendeinem Clan, oder? Der Bridge-Clan. Über 7 Brücken müssen wir gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. Und dann werden wir selbst zur Brücke. Ah, gucke hier. Schön reingecrashed in das Teil. Uff, boy. Ja, das hält natürlich auch die beste Brücke nicht aus. Oh mein Gott. Wie riesig einfach. Ach du Scheiße. Imagine, guckst du aus dem Fenster und siehst, wie so ein Riesenvieh in diese Brücke kracht, ne? Und die fucking Golden Gate Bridge auseinanderreißt. Damn. Und da kommen wir gar nicht weiter. Aber wie schön trotzdem die Aussicht bis darüber, ne? Auch in dieser Zerstörung wohnt eine gewisse Schönheit inne. Cool. Haben wir das auch gesehen. War hier irgendwo ein Feuerchen? Da, dann können wir doch das noch mitnehmen. Und dann schauen wir mal, welche Quests von denen wir noch auschecken. Killerkarotte mit dem 4. Vielen Dank. Hast du 53 Fertigkeitspunkte? Ja, die habe ich seit einer Weile nicht ausgegeben, weil ich irgendwie nur noch Talente hatte, die ich eh nicht brauche oder benutze. Zumindest hatte ich das so im Gefühl. Und jetzt häufen die sich da einfach so an, ne? Eiskalt, rücksichtslos und grausam. Gibt da bestimmt noch eine Trophäe, wenn ich alles skille oder so, war. Könnten wir ja heute in den letzten Minuten mal noch machen. Die Skill jetzt alles, du mieser Hund-Trophäe. Oh, ja, wenn ich bis dahin überlebe. Nochmal speichern. Und dann darüber. Fredon, hi. Sturzflug, jawohl. Flachkörper machen. Korsika. Hier waren ganz viele, aber irgendwo hier, hätte ich gedacht, war vorhin noch eine einzelne Quest. Da, die meinte ich. Die finde ich ja spannend. Irgend so ein Posten im Nirgendwo? Mal gucken.
Skimmer dann alle Bäume aus. Gibt safe eine Trophäe, ne? Denke ich auch. Ja, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre dann noch, wow, eine sinnige Sache. Felswacht. Hier bin ich, glaube ich, auch nur einmal durchgeritten bisher. Wenn ich die gerade labern höre, dann weiß ich auch warum. Oh, aber der sieht heftig aus. Wer bist du denn? Der verdammte Hulk. Nur zu, können wir reden? Moin. Ich bin Nikota. Du bist Aloy, richtig? Pink Boy. Die auf den Flügeln der Zehn flog. Ich dachte, du könntest mir helfen und dem Dorf. Im Wald im Westen fanden unsere Leute immer Zuflucht vor Panzerwanderern und Kletterkiefern. Doch jetzt lauern diese Mördermaschinen hier. Auf jeden Fall Krallenschreiter. Junge, der da hinten. Und ich habe Gerüchte über Schlimmeres gehört. Früher hätte ich Marshal Chikata um Hilfe gebeten. Doch er wurde bei Fahrlicht getötet. Jetzt bin ich alleine und es gibt nicht mehr genug erfahrene Soldaten. Oh. Was denkst du? Hast du Lust auf eine Jagd? Ich bin dabei. Komisch. Chikata sagte dieselben Worte auf dieselbe Art. Ein gutes Omen, denke ich. Triff mich am Rande des Waldes im Westen. Wir werden jagen. Ich freue mich auf die Gesellschaft. Ja, das klang eher so, als ob die mich wieder jagen. Krallenschreiter und Schlimmeres. Eine denkwürdige Jagd. Oh Gott, das ist ja auch wieder mindestens ein Donnerkiefer oder so, wa? Naja, Stufe 26 sollte schon machbar sein. Haben wir hier eine Werkbank? Dann würde ich gerne mal ein bisschen Muni basteln. Ich habe ja ordentlich was verschossen hier. Da rechts ist irgendwo eine. Ja, 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 wir werkeln ein bisschen. Vielleicht kann ich sogar was upgraden bei dem ganzen Bums, den wir zerlegt haben. Waffen-Upgrades. Oh, das ist dieser Bolzenschießer. Junge, das Teil sieht aber auch aus, ne? Als könnte man das gar nicht halten. Ey, was kommt denn da für eine Wucht raus, wenn du damit schießt? Heilige Kacke. Heilige Oberkacke. Und hier... No way. Niederschlagsschaden? Nahkampffolgeangriff? Und natürlich die Pfeilsorten auch hoch. Geil. Spitzenkletterkieferherzen. Natürlich wollen wir den upgraden. Jo, machen wir. Rein damit. Rein damit. Sehr schön. Stufe 4. Da brauche ich leuchtenden Hirnstamm, aber ich hätte ein Schlachtrückenherz. Boah, das sind aber auch Reagenzien wieder. Damn. Und hier, was fehlte hier denn? Breitschlund? Okay. Breitschlund. Ja, I see. Aber Muni können wir basteln, als gäbe es kein Morgen mehr. Kann man auch einen Ofen bauen? Ich glaube nicht, da fehlt aktuell noch das Meppo-DLC. Mein Mathelehrer immer so, du bist Miba, der auf den Flügeln der 6 von der Schule flog. Hast sie dann auch so aus dem Fenster abgeseilt. Ja, ein Kriegsheld, ja. Ein Kriegsheld. Er hat es überstanden, diese kleinen Feuerbomben, die so unscheinbar aussehen, ne, aber so eine Wirkung haben. Die haben ja einiges heute aus dem Leben gepelzt. Ey, geil. So, ein Stachel basteln wir auch noch. Wieso denn nicht? Dann war das Beutel? No way. Welcher Beutel? Hier drüben? Präzisionspfeil. Ja, Ehre. Nehmen wir mit. Heute noch nicht benutzt, aber overall ja doch nicht zu verachten. Großer Gesundheitstrank. Rein damit. So, habe ich zwar auch das ganze Lager voll, aber was soll's. Karl Lagervoll, man kennt ihn. Hey, wie ist er wieder durchrattert alles? Nein, ich möchte keine Runde Streit spielen. Alter, nervigste NPC im ganzen Game. Die ist halt dauerhaft rotzenvoll. Ist einfach nur schön. Na, Leute, wie geht's euch? Ist halt fürchterlich. Geht weg von mir. Schnell raus. Oh Gott, ich hasse Dörfer. Ich muss in der Wildnis leben. Runter da. Okay. Ist deine Sinneswaffe nochmal upgradebar? War die da überhaupt gerade gelistet? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Muss ein Langhals sein. Müssen wir nachher nochmal schauen, hey, im Zweifelsfall. Hier. Ist mir jetzt nicht groß aufgefallen. Aber irgendwer meinte bei New Game Plus, da gab es noch irgendwas freizuschalten, oder? Hing das damit zusammen? Da klingelt noch irgendwas. Was mich aber wundert, ist, meine mich zu erinnern, dass bei mir da Phantome kamen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass du schon alle gekillt hast in der Finalmission. Lass uns jetzt jagen. Das wäre auf jeden Fall eine sinnige Erklärung, ne?
Spannend, was sich da alles verändern kann. Schön, dass du hier bist. Der Ort, an dem meine Leute Rettung suchen, ist nah. Und so sind die Maschinen. Folg mir doch bitte. Geh voraus. Wie massiv diese Bäume sind. Yo. Kannst du aushöhlen und für immer drin leben. Oder einfach als Waffe so einen Baum nehmen, aushöhlen und dann einen Hang runterkullern. Ah, steht dann auch keiner mehr. In diesem Wald gejagt. Und als die Clans im Krieg waren, haben Chikata und ich ihn vor den Tiefländern beschützt. Eine der wenigen Schlachten, die Hikaru verlor. Hast du nicht gesagt, Chikata war ein Marschall? Ja. Später respektierte er Hikarus Traum eines vereinten Stammes und war freiwillig bei der ersten Kulrot. Ich war traurig, als er den Clan für den Häuptling verließ. Er kam häufig zurück und ich war jedes Mal froh darüber. Da, die Maschinen. Deine Fähigkeiten sind bekannt. Ich folge dir. Ja, da sind ein paar Frettchen. Da könnten mehr sein. Oh, Panzerwanderer. Oh nein. Wieso denn Panzerwanderer? Die hat er sogar erwähnt, meine ich. Na gut, erledige die Maschinen. An das Frettchen können wir doch... Bupp! Einfach mal so rein. Ja, nee, nicht rumschreien mit vernichte sie alle. Ich bin in Verstohlenheit, Bruder. Ich mache hier den mega Assassin's Creed Stealth Kill. Und er so... Yeah! Wie so ein Hooligan. Bruder, beruhige dich bitte. Panzerwanderer. Was mache ich mit dem? Säure könnte ich einsetzen. Da habe ich, glaube ich, diese Pfeile letzte Mal benutzt und ihm dann seine Klaue abgeschossen. Dann konnte er sein Schild nicht mehr benutzen. Aber wenn ich ihn mit Säure vollpumpe, ist eigentlich scheißegal, ne? Vielleicht wäre es aber sinnig, vorher noch das andere Frettchen wegzusmacken. Darum bleiben wir vielleicht gechillt, weil das ist ja nicht nur ein Panzerwanderer. Dahinter war auch noch so eine Schafkralle. Und das könnte dann wieder in Chaos ausarten. Vermutlich nicht in dem Level, wie wir es von den Fights gerade gewohnt sind. Von wegen hier ein Bebenzahn und da dann noch ein Donnerkiefer, aber schon ausreichend schlimm. Wenn der jetzt da hochgeht und der da rum, könnte ich, glaube ich, hier ein bisschen sneaken. Sneakedidi, sneakedidu und sneakedi da. Ich kann die Maschine erst überbrücken, wenn ich in der richtigen Brutstätte war. Stabil. Mehr! Aufpassen! Ja, entspann dich. Oh shit, hat er das mitbekommen? Oh, ja, du tankst den. Naja, er versucht's. Säurekrallenschreiter. Plasma und Blitz. Okay, dann gehen wir erstmal an den Panzerwanderer ran. Schade. Dachte, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, unsere Gesamtsituation zu enjoyen. Aber anscheinend nicht. Oh ja, die springen auch, die Raptoren. Ey, bei Chris Pratt sah das ein bisschen einfacher aus mit den Raptoren. Ist jetzt aber nicht nett. Der Bruder ist auch am Aufdrehen. Hör mal, Herr Wanderer. So haben wir nicht gewettet, wir beide. Dein Schild kannst du auch weglassen. Schön rein da. Ja, ich bin dabei, Bruder. So, weg damit. Zack, sehr schön. Na, wenn das nicht gesessen hat, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt schnell, bevor er springt. Schön die Beine weg. Yo, ein Makabolt-Stoß. Sehr, sehr gut. Und gleich den nächsten. Verfehlen. Scheiße. Oh nein, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut, wo ich bin. Das ist gar nicht gut. Yeah, yeah. Oh, hier ist auch noch einer. Oh nee. Gerade läuft so gar nicht. Okay. Dann bist du jetzt dran. Ja. Der Marker. Jetzt wären wir in Dead Space. Der Marker kontrolliert dich. Du miese Sau. Bam. Einwandfrei. Und dann ist es nur noch der Bruder. Ja. Du warst da auch schon fast tot. Cool. Wo kommt der jetzt her? Ein Versänger. Ah. Wie hatte ich den gemacht? Mit Wasser, glaube ich. Oder ich scanne lieber nochmal. Oh, Eis. Eis ist auch schön. Ja, die Versängergerüchte waren wahr. Bots. Sehr schön. Und dann gehen wir in unsere normalen Pfeile nochmal rein. Damit wir die auch lieb haben. Wer den Pfeil nicht ehrt, ist die Sinus-Waffe nicht wert. Bots. Oh, damn. Was war das denn für ein Pfeil, Junge? So, ich wollte eigentlich darüber, Aloy. Yes, sir. Boop. Der Versänger ist erledigt.
Das war geil. Das nenne ich einen Kampf. Ja, hat gebockt. War irgendwie unerwartet heftig. Als ich die Frettchen gesehen habe, habe ich mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, aber... Holy hell. Gut gemacht. Komm mal kurz her. Die hatten dann doch noch richtig Bock, ne? Wollten sich nicht kaputt hauen lassen. Ich prangere das an, so ein Verhalten. Bikinia, was geht? Die Säurekrallenschreiter waren meine Lieblinge als Reitmauern. Ja, allgemein einfach so einen mechanischen Raptor, oder? Oh, so Tierchen sind halt immer super. Ich weiß noch, wie ich mich auch ohne Ende gefreut habe, als ich endlich in Botteca oder so? Viel später darf es nicht gewesen sein. Als ich meinen Ruf voll hatte bei den Trollen. Und dann konnte ich auf so einem Raptor reiten. Oh, absolutes Highlight. Raptoren sind einfach cool. Verdammt tödlich, aber auch verdammt cool. Gut gekämpft. Besser als jeder Marschall. Besser sogar als Shikata. Ihr zwei. Wart ihr mehr als Freunde? Ja. Ich kenne nur Shikita. Oh ja. Das Dorf einen Auftrag des Häuptlings verließ, tat es jedes Mal weh. Oh nein. Und jetzt ist er für immer fort. Er hat dir viel bedeutet. Das tut mir leid, Ikota. Muss es nicht. Du hast viel für das Dorf getan und deinem alten Soldaten Trost gespendet. Hier, nimm das. Du verdienst es. Du bist jung und stark, hast viele Siege vor dir. Doch vielleicht kommst du irgendwann zurück. Und wir können nochmal jagen. Ich bin dabei. Bin dabei, du bist dabei. Sind dabei, uns zu verlieren. Doch nicht? Schade, dachte, wir schunkeln so ein bisschen in Partystimmung. Aber offenbar hatte er nicht so Lust auf meine Partystimmung. Na gut. Mehr EP. Geil. Level 52 ist auch am Start. Neue Gesichtsbemalung. Oh, ich kann ihm sein Pink klauen. Das wäre super. Dann verzeihe ich ihm auch, dass er nicht mitgesungen hat. Ein bisschen halb besoffenes, vernuscheltes Gröhlen. Das muss eigentlich drin sein, aber wollen wir mal nicht so sein an der Stelle. Ja, schauen wir drüber hinweg heute. Gut, das war eine schnelle Runde. Da haben wir auch noch was. Eine neue Quest. Habe ich denn irgendwo ein Feuer? Da, ja. Dann holen wir uns das und dann jetten wir dort runter. Das ist ja gleich nebenan, wa? In der Nähe. Raptoren geben auch hübsches Leder. Das auch. Ja, im Schlingendorntal zum Beispiel. Konnte man sich reichlich gönnen. Ist heute was Besonderes. Der WoW-Login dauert ja ewig. Eigentlich nicht, soweit ich weiß. Vielleicht spinnt wieder irgendein Addon rum oder Battle.net wurde mal wieder zerschossen oder eine DDoS-Attacke hatten wir auch länger nicht, ne? Länger gab's das auch nicht. Er ist in der Nähe. Also vielleicht eine bunte Mischung aus den üblichen Verdächtigen, ja. Mehr wäre mir jetzt nicht bekannt. So, da ist es schon wieder dunkel, Junge. Finster wird's. Aber das soll uns nicht weiter bremsen. Da wollen wir hin. Kurz zu Grönemeyer geworden. Und dann Attacke. Naja doch, vor 2 Wochen war doch eine DDoS-Attacke. Ja, aber das ist ja schon für Blizzard-Verhältnisse schon verjährt, ja, gefühlt. Geh in friedlichen Zeiten. Nee, die können gerne wegbleiben, diese Attacken. Immer endlos nervig, Mann. Heiliger. Sie soll im Osten einen Krieg beenden. Kann man die Map eigentlich komplett von den Maschinen freiräumen? Du hast den Himmel erobert. Ich glaube, nein. Ich glaube, die spawnen schon. Außer jetzt vielleicht an markanten Punkten oder so. Aber das wirst du, glaube ich, nicht schaffen, komplett alle zu killen. Das wäre richtig krank, Junge. Einfach leergeräumt. Let's go. Streiterin, wir müssen uns auf deine Stärke und Großzügigkeit verlassen. Sag ihr einfach, was los ist, Duka. Der Stamm braucht die Arena. Nur mit ihrer Hilfe bekommen wir sie wieder auf. Ihr braucht die Arena? Aber die Kulrut ist vorbei. Das stimmt. Doch wir benutzen die Arena, um die Moral des Stammes zu heben. Wir nutzen sie zum Training. Wir treiben Maschinen rein, sodass die Soldaten in kontrolliertem Rahmen das Töten erleben können. Und das hebt natürlich die Moral. Häuptling Hekaro lässt uns die Arena nicht öffnen, bis die Balliste, die das Feld schützt, repariert ist. Wir brauchen sie, falls eine Maschine Amok läuft. Während der Kulrut wurde sie beschädigt. Die Teile, die wir brauchen, sind schwer zu finden. Ihr wollt, dass ich Maschinen jage und euch ihre Teile bringe? Wir fragen dich, da jeder Trupp im Hain in Alarmbereitschaft ist.
Für den Auftrag gibt es aber auch Vergütung. Stimmt's, Kalla? Natürlich. Wenn die Arena wieder öffnet, wäre ich geehrt, dich zum Wettkampf einzuladen. Es wird eine große Vielfalt an Maschinen geben. Und es gibt Preise für dich, wenn du gewinnst. Nicht nur in der Arena, sondern auch für Medaillen aus den Jagdgebieten. Die kannst du für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Die Balliste reparieren wir mit einer Sehne von einem Rollrücken und Dornrückenstoßzähnen. Diese Maschinen wurden nahe eines Lagerfeuers im Südosten gesehen. Du kannst die Teile hier bei mir abgeben, wenn du sie hast. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Eine Sache noch, wenn du wieder in die Wildnis gehst. Ich habe einen Auftrag, hat mit der Moral der Soldaten zu tun. Einen bedauerlichen. Jeder Tenakt-Soldat hat eine Marke mit seinem Truppensymbol. Rebellen haben die Marken von ihren Opfern gesammelt. Regala ist fort, doch die Verweigerer machen ihr Training weiter. Diese Marken findest du an Außenposten des Feindes. Bring sie zu mir, wenn du sie hast. Ich sorge dafür, dass sie die Kameraden und Liebsten der Soldaten bekommen. Solch Bestätigung kann manchmal die Trauer lindern. Und es gibt Prämien, falls dich das interessiert. Dank dir, Streiterin. Und bitte vergiss nicht die Teile für die Balliste. Okay. Habe ich die Teile vielleicht schon? Ich hoffe, du bekommst die Teile für die Balliste. Anscheinend nicht. Na gut. Das ist so halb Arena-Quest irgendwie, Sammelei und Co. Ich muss Richtung Südosten, um diesen Rollrücken zu finden. Ich glaube, ich habe eine Herde Dornrücken in der Nähe gesehen. Dornrücken. Ja. Ich meine, die Teile können wir sammeln. Aber an dem weiteren Grind-Teil bin ich weniger interessiert. Mal gucken. Quests, Nebenquests, Aufträge, das Fortdauern, nee, Aufgaben, spaltender Scharfschussbogen, Reinklang, sprich mit den Jagdgebiethütern, die Arena, Eröffnung, ach hier, begib dich zur Rollrückenposition, sammle Dornrückenstoßszene, Eröffnung der Arena, ich glaube, soweit habe ich in diesem Questlog noch nie runtergescrollt, Junge. Aber es geht. Stabil. Da sind schon welche. Seid ihr auch die, die ich suche? Hello. Ich bin's. Ich muss euch jetzt leider über den Haufen böllern. Ja, da freuen sie sich bestimmt. Oh, oh, oh. Ich dachte, ich habe hier mehr Chancen auf Verstohlenheit. Eieiei. Das war nicht so gut, da einfach reinzurennen. Feuerdornrücken. Ja. Was brauchen wir? Sammle Dornrücken-Stoßszene. Das heißt, Stoßszene, wenn ich die jetzt markiere, kann ich die doch einfach mal runterballern. Einen von zwei habe ich ja schon. Das war dieser Durchschlagspfeil und das war ein Abrisspfeil. Das heißt, ja, oder bei dem, der mich jetzt einfach anguckt. Und reiten. Ja, wenn ich dem jetzt da so ein Pfeil reindonner in seine Schnauze, botz, dann müsste das eigentlich funktionieren, oder? Das sah gut aus. Ja, die sind weg. Du kriegst auch noch so einen, ja, botz. Peng! Jawohl! Verabschiedet euch von euren Zähnchen! Und warte, beruhige dich, ich muss mehr erst looten. Stoßzähne brauche ich nicht. Jetzt muss ich nur den Rollrücken finden, den Kalla erwähnte. Oh shit, die haben Bock immer noch. Oh! Für die Reparatur in der Arena braucht. Ja, ey Leute, wir müssen schnell mal hier ein bisschen weiter shooten. Die halten ja nicht so viel aus, zum Glück. So, da war die wahre Hürde. Jetzt das richtige Teil abzuschießen hier. Oh, 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 oh! Zielen will gelernt sein. Sehr gut. Feuerdornrücken. Na, das lief doch. Hör mal. Schön weggesniped, den Bums. Mein Glückstag. Wunderbar. Wenn du für uns Maschinen jagst, darfst du als Belohnung Maschinen jagen, aber mit Zuschauern. Best deal ever. Dann gucken dir Leute beim Verrecken zu. Boah, das ist ja super, ey. Da müssen wir alles geben. Oh, ja, sehr viele Stoßszene. Freuen sie sich bestimmt. Dann fehlen nur die Rollrücken. Roll, roll, roll. Ja, Rollrücken waren so diese... Was waren das? Ankylos? Stego? Nee. Irgendwas dazwischen. Gürteltiere? Irgend so ein Gürteltier-Ankylosauroiden-Vieh. Ja, so heißen die. Ich glaube, wir können fliegen, das Stück. Petri, komm mal runter. Wo ist er denn? Hello? Ach, heute landen wir mal. Mensch, womit habe ich das denn verdient? Gürteltiere, ja, sag ich doch. So nämlich, Gürteltiere. Also Gürteltiere sind ja auch, ich sag mal, Dinosaurier. Wissen viele nicht, entspricht aber trotzdem der Wahrheit.
Und sind die letzten noch lebenden Dinosaurier. Ja. Gibt ja verschiedene Dinosaurierarten noch auf der Welt. Gürteltiere, Quastenflosser, Tobi. Das sind mehrere verschiedene Spezies, ja, die schon so lange auf der Welt überdauern, dass man manchmal gar nicht genau datieren kann, wie alt die jetzt sind. Aber overall sind wir doch ganz froh, dass wir sie haben, ne? Metalbacker, hi. Das ist aber ein ganz schöner Meter, den sie mich hier laufen lassen. Da sind Birdie Boy Kollegen. Die mag ich eigentlich auch nicht, aber die mögen mich, wie es aussieht. Nein, schaut nicht nach oben. Oh, hier waren wir auch lange nicht. Schön. Die Leuchtestadt. Ein wahres Highlight. Und hier? Ah ja, da wuseln sie. Okay, dann können wir, glaube ich, runter, Aloy. Und dann gleiten wir mal an eine brauchbare Position. Schönen guten Tag. Wie Kala gesagt hat, ich muss ihn erledigen. Aber wir müssen ihn erledigen. Muss ihm nichts abschießen oder so. Erledige ihn. Okay, schwach gegen Säure. Hey, diese Ameisen werden mit ihrer Zunge. Junge. Richtig nice. Da, das bin ich, wenn ich Pudding esse. Nice one. Wie machen wir das? Gehen wir von links nach rechts so ein bisschen rein? Weil ich werde ihn ja auch looten müssen. Ich könnte jetzt versuchen, den rauszusnipen. Und dann einfach schnell looten und wieder weg. Aber ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Darum hätte ich jetzt versucht, hier oben gleich mal das Frettchen umzuhauen. Der scannt nämlich schön nach vorne. Und selbst wenn das ein Spitzchenfrettchen ist... Sagte ich Spitzchenfrettchen? Ja, ist auch schön. Den haben wir schon mal. Sehr gut. Oh, oh, oh nein. Oh, oh, oh. 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 Okay. Das war unerwartet, aber gut. I take it. Kein Problem, I take it. Ja, dann nehme ich ihn jetzt hier, so wie er kommt, oder? Böp. Bisschen Crit. Und bisschen auf die Rollfresse. Bam, Junge. Der hat aber anders geschmeckt. Der hat ja richtig gebrettert, hör mal. Boy. Der Rücken muss weg. Jawohl. Weg mit dem Rücken. Zack. Na, hörst du auf? Wow! Alter, der hat ja Power. Und er ist schnell. Wieso bist du denn schnell und hast Power? Fall um jetzt. Oh mein Gott, da war die Rolle. Und da sind seine Sehnen, die wir brauchen. Jau! Ich sollte mir diese Sehne holen. Das war die sogenannte Sehnsucht, die wir gerade entfesselt haben. Okay, da ist ein verdammtes Frettchen, oder was? Du suchst Stress? Du Frettchen, du! Ja, und der sucht zu Recht Stress, ne? Der tankt das einfach gerade. Oh, oh. Oh, boy. Ey, weg von mir. Da. Das war knapp. Hola, hola, wenn die enraged sind, dann muss ich trotzdem so ein bisschen aufpassen. Was machst du jetzt? Oder ich bin hier vorne. Oh, oh, oh. Das war ein kleiner Unfall jetzt. Aber das ist okay, Bro. Ich war auch ein kleiner Unfall. Musst du dir nicht doof vorkommen, okay? Bam. Läuft nicht so mit dem Schaden irgendwie. Der war gut. Ja, der war gut. Guck mal. Da muss man nur am Ball bleiben und dann wird das. Ja, hi. Fehlt noch einer oder ist das nur Birdie, den ich höre? Mir fehlt irgendwie noch so ein Kommentar von Aloy wie, ah, wir haben es geschafft. Hurra. Voll toll. Da ist wieder irgendein Drohnenkollege. Irgendein weiterer Vogel. Aber wir wollen eigentlich nur looten. Fand ich aber sehr cool, auch vom Design her, als wir dieses zugegebenermaßen ungewollte Close-Up gerade hatten. Von dem Vieh nach seiner Rolle. Wie wirklich alle Körperteile so miteinander versehnt waren, ja? Damit diese Bewegungen überhaupt möglich sind. Sehr, sehr cool. Kühlblock nehmen wir auch mit. Und wo lag er jetzt? Dort vorne. Ja, haben sie mir noch einen Questmarker hingesetzt. Sie wissen, sonst würde ich ihn niemals wiederfinden können. So, ein paar Bärchen dabei. Dann kann die Arena doch aufmachen. Ich werde mich zwar direkt wieder verpissen. So, ich sollte zurück zu Kala. Die Teile abliefern. Aber die können sich freuen. Ja, fühlt man sich doch gleich ein bisschen sicherer, wenn man irgendwelche Rollrücken in der Arena bekämpft. Und dann oben einer an der Balliste steht, um Schlimmeres zu verhindern, wenn die dich doch gut im Griff haben.
Einwandfrei. Sportevents. Woo! Habe ich hier ein Feuer in der Nähe? In the fire, fire, fire. Da unten. Ja, dann können wir nämlich zurückreisen. Weil der Flug war ja doch der ein oder andere Meter, ne? Das können wir ja dann abkürzen. Wo? Was seid ihr denn eigentlich? Seid ihr eine Frettchenheere? Nee. Heere vor allem. Herde, meine ich. Schockmunition wird das ein langer Kampf. Gräber. Ja, ich habe keine Schockmunition. Ey, Leute, wir haben doch gar keine dabei, Mann. Das war ein absolut nicht hilfreicher Kommentar. Aber wenn man so vom Mond angeschienen wird, da vergisst man sich manchmal selber, ne? Das ist keine Schande, würde ich sagen. Okay, Werkbank. Nee, Lagerfeuer. Wieso haben die hier drin eigentlich kein Feuer? Preismeisterin. Wieso kann ich zu der nicht hinreisen? Sag mal, die haben es ganz gern, wenn man auch so ein bisschen Weg hinter sich bringen muss, ne? Das sind so Kollegen, die wollen erreicht werden. Weil jetzt, bis ich da bin, können sie von sich sagen, sie sind unerreicht. Und das ist einfach so ein Lifestyle, den brauchen einige. Sonst fühlen sie sich nicht gut. Ja. Oh Gott, dieses Gesabbel. Ah. Wir reparieren sie sofort. Und dann wird die Arena fertig sein. Maul! Du darfst hier jederzeit kämpfen. Wie geht das? Sag mir Bescheid und ich arrangiere dir eine Herausforderung. Medaillen, die du beim Kämpfen gewinnst, kannst du dann bei mir für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Das gilt auch für Medaillen aus den Jagdgebieten, nicht nur aus der Arena. Wenn du deine Ausrüstung verbessert hast, wirst du mich Kala vorziehen. Ich will beim Training der Trupps helfen. Es ist kein Beliebtheitswettbewerb. Schön für dich. Dann gehe ich jetzt. Sprich mit mir, wenn du gewinnst oder wenn du Soldatenmarken hast. Na gut, wenn du jetzt in der Arena kämpfen willst, können wir sie schnell einrichten. Ich lag wohl falsch. Ich will nicht mehr, ich muss hier raus. Ich komme später wieder. Ja. Nein. Möge deine Klinge strahlen. Ah! Diese Videospiele werden mir zu realistisch, Leute. Das, nee. Dann kann ich auch einkaufen gehen. Tschüss. Ich suche mir jetzt eine andere Quest. Oh mein Gott. Ja, das war schlimmer als sonst. Das lag vermutlich daran, dass ich so durch das Gebiet gesprintet bin, dass sich jetzt alles einmal überschnitten hat, ne? Ich bin schuld. Verdammt. Das Bollwerk, da haben wir auch noch drei Quests. Wir hatten aber hier drüben auch noch welche. Und vielleicht nehmen wir die noch mit. Das sind ja auch zwei. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ja, da ganz drüben. Gucken wir die mal an. Weil das sind ja, glaube ich, die aktuellsten, die wir so haben, ne? Aktuell, aktuell, aber schnell. Zack, kleiner Zauberspruch, ne? Sehr gut. Das ist schlimmer als das Schnüffeln der Niffen. Ja, und selbst dafür haben wir ein Spielzeug, das das Schnüffeln deaktiviert. Aber Aloy sagt sich, nö. Nö, ich halte das aus. Da müssen wir durch. Das Geflüster der alten Götter, ja. Der Wahnsinn ernährt sich. Ah. Fürchterlich. So. Hier ist doch schon ein bisschen ruhiger. Hast du einen Moment? Ja, habe ich. Ahnen, bitte. Es geht um meinen Bruder. Ich will dich nicht stören, aber ich habe sonst niemanden. Oh. Gut. Erzähl mir alles. Verzeih mir. Mein Name ist Yoma. Ich bin der Waffenoffizier dieser Expedition. Ich muss sicherstellen, dass die Trupps bewaffnet und bereit für alles da draußen sind. Und das ist mir misslungen. Mein jüngerer Bruder Uris, seine Einheit sollte einen Turm im Norden der Insel auskundschaften. Sie hätten jetzt zurück sein müssen. Der Aufseher lehnte meine Bitte nach einem Suchtrupp ab. Er hat den Großteil der Flotte abgezogen. Wir brauchen hier jeden, um das Lager zu beschützen. Ich muss auf dem Posten bleiben. Meinst du, dein Bruder könnte noch leben? Uris war, solange ich denken kann, wie besessen von San Francisco. Er wollte unbedingt an dieser Expedition teilnehmen. Ich hoffe, das Schicksal ist nicht so grausam, ihm diesen Ort zum Grab zu machen. Wenn du mir hilfst, verschaffe ich dir Zugang zu all meinen Waffen. Wenn ich in den Norden gehe, schaue ich nach deinem Bruder. Danke. Vielleicht hilft's. Mein Bruder trug ein Relikt von Ahnen bei sich. Ich denke, dein Fokus könnte es auffangen. Was für ein Relikt? Ein kleines Metallstück an einer Kette mit einem Hologramm von San Francisco. Süß. Deshalb hatte es mein Bruder immer bei sich.
Die Wahrsager mutmaßten, dass es eine Art Signal sein könnte, das die Ahnen in die Stadt ruft. Mutmaßten? Es waren Daten darauf, die sie nicht lesen konnten? Es galt als verlorenes Wissen. Aha. Wenn mein Bruder tot ist, könntest du vielleicht das Relikt zurückbringen? Es bedeutete Uris so viel. Ich möchte es verwahren. Für ihn. Natürlich. Na klar, das Andenken, das kriegen wir hin. Wir gucken doch gleich noch, was die zweite Quest ist. Wie ruhig es hier ist in diesem Lager, oder? Ist das nicht schön? Taxony, das ist ebenfalls sehr schön. Mit dem 6. Monat. Dankeschön, Dankeschön. So. So viel Schönheit. Wo waren die andere? Dort. Ist ja aber auch Meter entfernt hier von uns, ne? Auf dem Schiffchen. Wir setzen Segel. Sehr gut. Hier wird fleißig gearbeitet, sogar mitten in der Nacht. Wie? Warum die Eile? So werden wir den Weg nach Hause nicht finden können. Ich verspreche dir. Wir finden nach Hause. Hariem, wir bekommen den Kreiselkompass nie zurück. Wir hängen hier fest. Für immer. Die wiedergeborene Ahnen. Führe uns zur Wahrheit. Aloy, reicht. Was erzählt ihr von nie mehr nach Hause kommen? Unsere Navigationsschiffe sind mit Aufseher Bohai nach Hause. Uns war das eine Instrument anvertraut, das dem Rest der Expedition den Weg über den Ozean zeigen kann. Und jetzt ist es kaputt. Es gibt ein Schiff, das einen intakten Kreiselkompass haben könnte. Doch es ist außer Reichweite, gestrandet auf einer Insel mit tödlichen Strömungen. Kein Kompass, kein Weg heim, kein Weg zu denen, die wir niemals hätten zurücklassen dürfen. Christia. Wer seid ihr? Mittendrin so, wer seid ihr eigentlich? Finde ich gut. Ihr zwei seid Soldatinnen? Seeleute, genau gesagt. Ich bin Hariem. Das ist Christia. Ihr wisst also, wie man dieses Instrument bedient? Den Kreiselkompass. Nur ich kann ihn lesen. Die Wahrsager brachten es mir bei. Hariem wurde ausgewählt, die Listen aus dem Vermächtnis auswendig zu lernen. Also könnt ihr die Flotte nicht ohne die andere navigieren? Es ist der Weg der Quen. Je größer das Wissen, das eine einzelne Person hat, desto größer die Gefahr, dass es dem Reich schadet, falls wir in die Hände unserer Feinde fallen. Euer Stamm ist sehr vorsichtig. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ihr sagtet, ihr habt jemanden zurückgelassen? Meine Frau, Meandra. Sie arbeitet in den Feldern im großen Delta. Als ich für die Mission ausgewählt wurde, bat sie mich nicht zu gehen. Sie fürchtete, ich käme nicht zurück. Und wie immer hatte sie recht. Oh. Ich ging, ohne mich zu verabschieden. Und jetzt werde ich sie nie wiedersehen. Oh. Die Armen. Kreiselkompass. Was ist denn dieser Kreiselkompass, den ihr sucht? Es ist ein Gerät, das die Ahnen benutzten, um den Ort eines Schiffes zu bestimmen. Es funktioniert nur, wenn man die Werte mit den Listen vergleicht. Wie seid ihr denn an so etwas gekommen? Ich denke, ich kann es dir sagen, da du die Gabe der Ahnen trägst. Die Wahrsager fanden sie auf alten Schiffen in unserem Heimatland und veränderten sie, sodass sie auf unseren Schiffen funktionieren. Ohne sie sind wir den Meeren ausgeliefert. Deshalb tragen wir Ersatz. Unglücklicherweise ist der hier beschädigt. Bei allem, was los ist, hat es niemand bemerkt. Und jetzt ist es zu spät. Na geil. Gestrandetes Schiff. Was ihr braucht, ist also auf einem Schiff irgendwo. Ja. Das, auf dem wir stationiert sind. In der Nacht, als wir uns Landfall näherten, erfasste eine Böe die Flotte. Einige Schiffe fanden hier sicheren Hafen. Unseres lief auf Grund. Wir gingen von Bord und hofften, der Ozean würde uns verschonen. Ich war sicher, dass wir ertrinken. Den Ahnen sei Dank strandeten wir irgendwie südwestlich von hier. Späher fanden uns und brachten uns nach Landfall. Wir alle sollten mit der Wahrsagerin Alva zurückbleiben, damit der Rest der Expedition es nach Hause schaffen kann, falls nötig. Es ist, ach egal. Das einzige Schiff mit Kreiselkompass ist gestrandet und von tödlichen Strömungen umgeben. Aha, ich kann helfen. Strömungen, mein Spezialgebiet. Vielleicht kann ich helfen. Nur wenn du fliegen kannst. Naja, ich könnte einen Sonnenflügel nehmen, um dorthin zu kommen. Das kannst du machen? Warum nicht? Sie ist eine wiedergeborene Ahnin. Alles ist möglich.
Das Schiff liegt an einer Insel östlich, an der Flotte vorbei. Okay, dorthin gehe ich. Ich erlaube mir noch nicht zu hoffen, aber danke für deine Güte. Kein Problem. Okay, da haben wir noch zwei Quests. Dann schauen wir doch erstmal wegen dem Bruder. Der Heimweg, fliege zum Schiffswrack. Aber wo ist sie mit dem Bruder hin? Das Andenken. Ah, das läuft wieder unter Aufträge. Yoma, Waffenoffizier der Quen, ist auf der Suche nach Informationen über seinen Bruder, der nie von einer Kundschaftermission nördlich von Landfall zurückgekehrt ist. Dann checken wir doch das. Um zum Schiff zu kommen. Ja, bräuchten wir, Aloy, aber erstmal geht es an Land weiter. Kommen wir hier nicht hoch? Okay, ich bin für immer gefangen. Jetzt brauche ich was Fliegendes, um wieder hochzukommen. Scheiße. Elkchen mit dem frischen Prime. Vielen Dank. Alter, niemand zappelt so viel rum beim Reden. Was ist los mit denen? Ja, die waren vorher aufgewühlt. Die wussten nicht, wohin mit den Emotionen. Aber am Ende haben sie sich ja doch beruhigt, ne? Da haben sie wieder ein bisschen klarer gesehen. Wie weit ist das denn? Oh, das ist aber auch ein Meter, hör mal. Das ist aber auch ein Meter. Da könnte ich hinreisen. Ich glaube, das machen wir auch. Da hinreisen und dann mit Birdie den Rest fliegen, oder? Das scheint mir doch eine Idee zu sein. Höhe Sonnenflügel. Wasserflügel ist viel geiler. Yo, der Sonnenflügel-Hass. Damn, boy. Da wollte ich hin. Sehr gut, sehr gut. Ist eigentlich bekannt, wann Forbidden West auf dem PC released wird? Ich glaube leider nach wie vor nicht. Nee, es gab mal eine Aussage von den Konsolenchefs, dass sie das gern schneller alles machen wollen würden, um diese Exklusivitäten aufzuheben. Aber, naja, vielleicht meinten sie auch eine Stunde schneller als beim letzten Mal, ja. Da passiert, glaube ich, overall nicht ganz so viel. Was ist das wieder für ein geiles Bild, Mann? Wie wunderschön kann eine Skybox sein? Hilfe! Ich halte es nicht aus. Strecken wir die Flügel aus. Das muss der Turm sein, den Yoma erwähnte. Und er ist voller Sonnenflügel. Das ist nicht gut. Ja, gut, die zimmern wir einfach weg. Kein Problem, fliegende Gegner. Dass ich nicht lache. Da, am Strand. Ein Quenspeer. Ich muss näher ran. Vielleicht ein Speer umgeben. Das Yoma meinte. Von Frettchen. Ich sollte prüfen, aha, ob Yomas Bruder dabei ist. Doch, ich muss zuerst diese Maschinen loswerden. Frettchen, Ameisenbär. Okay, okay. Was ist das? Ein Pelikan? Natürlich, der darf auch nicht fehlen. Was wären Frettchen ohne Pelikane? Problem ist nur, ich sollte versuchen, den bisschen herzulocken hier. Böp. So, komm mal hier rüber, damit ich die möglichst kaputt hauen kann, ohne dass die anderen was checken. Aber den da oben sollte ich im Auge behalten. Einfach gut zielen und die sind tot, sollte für dich ja kein Problem sein. Oh, wait. Asivu ist wieder unterwegs. Oh, nee. Na, was scannst du? Ich muss bereit sein. Das ist nur ein Stein gewesen, Bruder. Du kannst wieder umdrehen. Oder aber... Nee, ist schon ganz gut, dass ich warte den Moment. Böp. Nice. Yeah. Das hat bestimmt keiner mitbekommen, weil ich so ein cooler Sneaky Boy bin. Ja. Oben ist auch noch einer. Du hast gestern den Whisper von Asivu ignoriert. Oh nein. Jetzt habe ich 7 Jahre Pech deswegen. Scheiße. Verdammter Aberglaube. Ja, ist, weil ich immer alle Flüsternachrichten ignoriere. Weil ich selber ein Assi bin. Dä-dä-dä. Okay, der Ameisenbär wird langsam misstrauisch. Oh shit. Okay, so viel dazu. Scheiße. Nicht nur der Ameisenbär wird misstrauisch. Die ganze Welt arbeitet gegen mich. Na, lass mich doch jetzt mal in dein Auge schießen. Nee, lässt ja nicht zu, ne? Ah, du Dreckiger. Jetzt, finally, ja. Aber ich hätte eh keinen Weg nach oben gefunden, oder? Wenn ich das hier so sehe, hätte ich da irgendwie hochgekonnt, ohne alle zu pullen? So wie ich mich kenne, eher nicht, ey. So, haben wir den schon mal. Wenn auch auf Umwegen. Die sind auch immer noch ziemlich aggro. Manchmal schnell ein paar Pfeile. Und werf einfach schon mal Crit rein. Oh nein. Oh, der ist schon da. Der kam deutlich schneller jetzt als erwartet. Zitat deine Mutter. Oh, schnell. Yo. Etwas heller bitte. Ach du Scheiße. Das war's mit meiner Netzhaut. Naja.
Kann man bestimmt auch irgendwie ranzüchten nochmal und sich transplantieren lassen. Oh, Big Hit. Big Hits grad. Jau. Oh, das sind mehrere. Okay, dann brauche ich noch mehr von diesen Crits. Das schmeckt Lakritz, wie die Franzosen sagen. Oh, ja, Vorsicht. Junge, wie schnell bist du denn? Boy, dann gibt es noch ein paar in den Schweif. Der sogenannte Schwanneckschießer. Zack. Das waren sehr gut. Alle. Jetzt zu den Speeren. Jetzt zu den Speeren. Habe ich noch ein Vögelchen gepult? Nee, ne? Ich pack's in den Vorrat. Die sind entspannt. Lord, mit dem 7. Vielen Dank. Toll, kommst hier rein, bist du blind, ne? Dann musst du das Elend nicht mehr sehen. Das ist ja auch ein Vorteil. Monsi, Hallöchen. Das war tatsächlich ein Frettchen mit einer Blendgranate. Weiß auch nicht, wo das herkam. Vielleicht war es irgendwie in Counter-Strike unterwegs oder so. Vieles ist möglich. Oh, die Kiste will ich aber schon noch haben da oben. So. Das sieht gut aus. Hör mal so zur Info. Es gäbe locker noch Content für 4 bis 6 Streams. Du hast zum Beispiel noch nicht eine der 5 Brutstätten gesehen. Das ist wahr, ne? Das ist wahr. Sehr, sehr cool. Wie viel es doch in dem Game zu tun gibt, ne? Das finde ich echt klasse. Auch wenn wir nicht alles davon gesehen haben. Aber das spricht ja schon mal dafür, dass die Welt nicht einfach nur groß und hingeklatscht ist, sondern es auch wirklich, wirklich viel zu tun gibt und auch wirklich viel Liebe zum Detail drin steckt. Absoluter Wahnsinn. Kein Relikt, also nicht sicher, dass einer Oris ist. Aber vielleicht hat einer es fallen gelassen, als sie gegen die Maschinen gekämpft haben. Vielleicht hilft mein Fokus. Nichts. Vielleicht kann mein Fokus ihre Spuren finden. Ja, da. Irgendwas müssen wir ja finden. Könnte Oris sein. Mal sehen, wo das hinführt. Direkt im toten Frettchen. Na, gucke an. Kraft sagt sich auch so, Wattschleichen ist optional, man reiche mir den Granatwerfer. So muss es nämlich sein. Ganz genau. Wenn ich bei Aloy immer ein bisschen vorsichtiger sein muss. Das habe ich ja mittlerweile sogar auch verstanden, aber... Ansonsten, wenn es knallen kann, dann muss es knallen. Ach, gucke hier. Hallöle. Kein Relikt. Kann nicht Jomas Bruder sein. Ja, dann lassen wir ihn da liegen, oder? Die Krabben hier werden ihn schon auffressen. Ihren kleinen Scheren zack, zerab. All-you-can-eat-Buffet. Hm, hier ein bisschen knusprige Haut. Da ein Stückchen Leber. Hauptsache, es schmeckt, sagen wir immer. Kura, hi. Der ist aber gut weit in den Dschungel hier reingelaufen. Sonnenflügelareal. Ja, vermutlich hat er nicht gewusst, dass das hier ist, sonst hätte er vielleicht nochmal umgedreht. Aber wenn die ihn von oben gesehen haben... Sie folgte ihm wohl, aber Oris wehrte sie ab. Wow, na gut, fighten konnte er noch. Aber vielleicht haben sie trotzdem ein schickes Nest aus ihm gebaut oder so. Birdie ist ja auch schon ganz aufgeregt die ganze Zeit. Ey, Familientreffen, denkt er sich. Woo! Er ist wohl Familien. In den Turm gerannt. Feier! Er wollte wohl den Sonnenflügeln da oben entkommen. Mhm. Ist das eine gute Idee? Kann das funktionieren? Wir werden es gleich sehen. Noch ist es hier sehr, sehr ruhig. Spuren hören auf. Sie müssen in den Turm gestiegen sein. Das kann nicht wahr sein, Bro. Das hat doch eben funktioniert. Reibungslos und fehlerfrei. Was ist denn, wenn ich den Teil wirklich skippe und versuche, um die Ecke an die Kante gegenüber zu springen? Geht das? Ich konnte auch heute auch einige von diesen Passagen tricken. Kann ich einfach so machen? Wow! Wow! Die Kletterkanten sind einfach nur Pranks, Junge. Oh Mann. Vielleicht gibt es draußen einen anderen Weg hinauf. Ah ja, lass mal gucken. Draußen, da habe ich ja auch schon so ein paar Kanten gesehen. Das waren vermutlich auch diese hier, ne? Ja, das sieht doch richtig aus. So, na guck mal. Hier ist es doch Kante an Kante. Hier ist nichts zu sehen. Rapante, lass die Haare runter. Oh, oh, oh. Oh, nochmal ganz knapp. Mhm, mögen wir ja. Ohne knapp. Ohne mich ist das Motto. Darum trage ich auch ausschließlich Mini-Röcke IRL. So, dann sind wir doch oben. Na, guck mal. Kein Problem. Das muss Oris sein.
Es gibt nur einen Weg, das sicherzustellen. Ich sollte nach dem Relikt suchen. Ja, der ist vermutlich genau wie ich hier direkt mit dem nächsten Schritt runtergekracht, aber der ist hier nicht auf dem Sockel gelandet. Oh nein. Never lucky. Das Relikt. Und mein Fokus erfasst darauf Daten. Es ist kein Signal, sondern eine Karte von San Francisco. Aha. Wenn sie lesen könnten, müssten sie keine Späher losschicken. Das muss ich Alva sagen. Oh, das ist natürlich krass. Aloy, ich bin hier. Alva, ich habe für dich interessante Daten gefunden. Ich schicke sie dir. Ich sehe sie mir an. Danke. Ich nehme das Relikt besser mit. Gebe es Yoma. Zusammen mit den schlechten Nachrichten. Jo, aber das ist big. Also schade, dass sie hier den Tod gefunden haben. Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber wie cool, dass sie eine Karte dabei hatten. Dann kannst du das Ganze katalogisieren sparen, wie früher in den ersten Anno-Teilen, wenn du auf die Insel erstmal einen Scout schicken musstest, um zu gucken, yo, was ist denn hier für Wetter und was sind denn da für Minerale in den Bergen und. Komme ich hier nicht auch nochmal hoch? Ja, vielleicht ist ja oben auch noch eine Kiste, was auch immer. Was ist das denn jetzt für ein Zwischenstopp? Hey, Junge. Das war nicht ganz so wie geplant, aber... Nee, hier sieht es auch nicht nach geilem Loot aus. Kehre zu Yoma zurück. Wo haben wir denn das nächstbeste Feuerchen? Das haben wir original nirgendwo. Ah ja. Okay, cool. Dann, Birdie, hätte ich gesagt, wir flattern wir beide. Komm mal rüber, Kollege. Ui, here we go. Nee, nee, du hast mich gar nicht gesehen. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße und keiner liebt euch. So, jetzt habe ich ihn emotional verwundet. Darum wird er höchstwahrscheinlich gleich von ihr ablassen. Oh, oh. Ich habe neulich in so einem TikTok-Livestream gesehen. Da hat eine nette asiatische Dame von ihrem Arbeitsplatz aus gefilmt, live gestreamt, wie auch immer. Und die hat original die ganze Zeit USB-Kabel gecheckt. Also das muss irgend so eine Produktionsfabrik gewesen sein. Und die hatte dann so einen Block vor sich liegen mit so 4 Schlitzen. Das waren quasi die Schlitze, wo die USBs dann rein mussten, die Kabel. Und sie hat dann immer 4 genommen, die da reingesteckt. Und wenn die gepasst haben, dann haben die Qualitätskontrolle bestanden, ne? Junge, und die hatte Handgriffe da drauf. Weiß nicht, ob die in diese Fabrik so geboren wurde, ja, ob das irgendwie in den Genen liegt. Aber die hatte auch immer gleich den USB richtig rum. Junge, 4 so Kabel genommen aus einem riesigen Haufen. Rein da, raus, fertig. Nächsten genommen, rein da, raus, fertig. Kurz auf den Chat geschaut, irgendwas erzählt. Kabel genommen, rein, raus, fertig. Bruder, sie ist einfach die Auserwählte gewesen. Musste ich mir erstmal 2 Minuten angucken. Dachte, was jetzt los hier? Hast du Neuigkeiten von deinem Bruder? Die Übung, ja. Die Übung. Hast du? Es tut mir leid. Wie starb er? Der Turm war ein Sonnenflügelnest. Er ging hinein, um Deckung zu suchen, doch er hielt dies hier fest, als ich ihn fand. Maurice. Hab die Daten darauf gelesen. Es hat eine Karte, die deinen Leuten das Gebiet anzeigen kann, ohne dass ihr mehr Späher riskiert. Alva sieht es sich gerade an. Nur gut, dass dein Bruder es beschützt hat. Ich gebe alle Daten im Vermächtnis dafür, meinen Bruder wiederzusehen. Oh. Doch, es ist gut, dass sein Tod auch etwas Gutes hatte. Wie versprochen, hast du jetzt Zugang zu meinem Waffenbestand. Wenn du mir die Rohstoffe bringst, kann ich dir anfertigen, was du hier siehst. Naja, warum probierst du nicht das hier? Unser Bestes. Und wenn's hilft, weißt du, wo es mehr gibt. Oh, danke. Boy. Mein herzliches Beileid. Dank dir. Ich weiß das zu schätzen. Ja, ein Trost. Aber ein schwacher Trost. Alle Waffenklassen erlangt. Geil. Elite-Kanister-Seilwerfer haben wir bekommen. Na, das Ding sah aber auch aus, als müsstest du das zu dritt bedienen, damit das läuft, ne? Holy shit. Kanister-Seilwerfer sind eine spezielle Art von Seilwerfern. Anstatt Seile abzufeuern, nutzen sie Kanister-Harpunen, die Elementbehälter an Maschinen befestigen können.
Kanister können mit einem Pfeil des gleichen Elementtyps gesprengt werden, um eine große Elementexplosion zu bewirken. Krass, Kanisterharpunen müssen mit voller Bogenspannung abgeschossen werden, um Halt in Rüstung zu finden. Boah, ein Hurra auf die langen Wörter, jawoll. Deutsche Sprache, schöne Sprache. Wow, aber das Ding knallt ja dann wirklich anders, ne? Den Wildfeuerbogen kann ich upgraden. Oh, Junge, und den könnten wir auch, aber gut, ist ja die erste Stufe, ne? Da ist das fast klar. Was haben wir hier denn? Leerer Platz, erhöhte Positionsschaden geht auf 40% hoch. Ansonsten Feuersäure, ja, überall ein paar Punkte dazu. Let's go. Der ist zwar nicht leggy, aber Upgrade ist Upgrade. Hör mal, schön. Was haben wir noch für einen Beutel? Seilbeutel. Na gut, den habe ich jetzt auch erst bekommen, wa? Rein mit den Upgrades, warum denn nicht? Machen wir nochmal Muni und dann gucken wir uns noch die andere Quest an. Mit dem Schiffchen, das da Probleme hat. Das klang ja fast so, als wären da wieder irgendwelche Viecher im Wasser. Und entfesseln den wilden Whirlpool. Also sind es höchstwahrscheinlich mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube. Mit denen soll ich zurechtkommen. Und das wird dann wohl unsere finale Finalquest jetzt werden, ne? Wenn die wirklich mit Unterwasser zu tun hat, dann ist das auch eine wirklich treffende Finalquest. Ah, guck mal. Wie simpel, ne? Wirklich so ein fetter Bolzen mit so einem Elementkanister dran. Das ist ja auch krass. Okay, interessant. Ich liebe die Designs in diesem Game einfach. Großartig. Scharfschützen? Nö. Nö. Gut. Hätten wir das. Beutel können wir noch ein bisschen auffüllen mit den Bärchen. Und dann muss ich jetzt nur noch mal schauen bei den Nebenquests und bei der Heimweh zum Schiffswrack fliegen. Jawohl. Habe ich da schon was in der Nähe? Oh. Nee, da habe ich auf jeden Fall nichts in der Nähe. Kann ich hier aufmounten trotzdem? Fürchte nicht, ne? Ich muss erst ein bisschen rauslaufen. Oder kann ich von hier trotzdem an Birdie ranspringen? Geht das? Ja! Wenn wir hoch genug sind, ne? Dann klappt das doch. Okay, dann auf zum Wrack, würde ich sagen. Sehr gut. Alles eine Frage der Technik, Thaddeus. Die Technik schön auf dem linken Fuß landen, nicht vergessen. Hatte vorhin was gefragt, kann man die Karte komplett freiräumen? Ich meine nein, also ich habe es noch nicht probiert, aber ich würde sagen nee. Das würde mich sehr wundern, vielleicht weiß es eine von unseren Horizon-Koryphäen und hat das schon mal probiert. Aber ich hatte selber schon das Gefühl, dass in Gebieten, wo ich war, durchaus Maschinen auch nachgespawnt sind. Da ist schon mal ein Kroki, da sind auch einige Maschinen. Im Wasser, oh der sieht mich schon, scheiße. Der sieht mich schon. Ja, wir müssen aufpassen, Aloy. Dann einmal runter hier. Und vielleicht nicht genau ins Krokodil fliegen. Das wäre schon Big Win. Die springen mich sonst wieder an hier. Wo sind sie, die verdammten Verbrecher? Oh, da drüben. Das ist doch ein Grauhabicht, oder? Ich glaube ja, der mag kein Feuer, bilde ich mir ein. Der ist aber auch schnell. Den muss ich dann... Oh, der... Wow! Okay, das lief deutlich besser als erwartet. Kriegst du hier noch ein paar? Bam! Oh mein Gott, das war natürlich voll geplant, der Shot. Richtig gut, schwach gegen Feuer. Sehr schön, ihr beiden. Dann kriegst du jetzt... Oh nein, ach, es ist wieder irgendein halber Häuserkampf. Wie oft ich heute beim Zielen wo runterknalle, ne? Das war auch nicht feierlich. Boom! Solange die Muni trotzdem sitzt, Alter, ist auch scheißegal. Kroki Steak, jawohl. Könnte ein bisschen metallisch schmecken. Aber was soll der Geiz, mein Freund? Ich habe ein paar Stacheln für dich. Zack. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Im Sprung jetzt. Bam. Fetter Hit. Mehr fette Hits. Ja. Die Kroki-Beine. Das war ein Eiskanister. Und das könnte es für ihn gewesen sein mit ein bisschen Glück. Nope. Oh. Da hat noch einer Bock. Aber langsam musst du eigentlich in die Knie gehen, mein Freund. Ja, ich helfe nach. Kein Problem. Ich bin doch hier, um zu helfen. Bin für alle da. Auch für Krokodile. Was ist mit dir? Bist du eingeschlafen? Zack. Ich weck dich auf. Ja, ja. Dein persönlicher Weckdienst. So. Oh, boy. Der hat ja gar keinen Bock auf meinen Scheiß. Spring doch. Trau dich. Oh. Er war stets bemüht. Ja, jetzt. Ach, guck mal. Hoppchen. Ja, Blaubeeren.
Junge, die Blaubeeren haben mir fast den Tod gebracht. Eieieiei. Endlich wieder ein bisschen Stachelwerfer-Action hier. Jo. Schön. Na, lief doch. Noch jemand ohne Fahrschein? Das wird's leichter machen. Jetzt muss ich nur den Kreiselkompass der Quen im Wrack finden. Ah ja, im Wrack finden. Lass mich raten. Muss da runtertauchen, oder? Eine halbe Bohrinsel hier. Ach du Scheiße, Mann. Die Respawn beim Schnellreisen oder wenn man eine Ecke weg ist und das Gebiet entladen wird. Anders wäre das ganze Farm auch kaum zu machen. Stimmt, ja. Wir haben natürlich auch ein paar Farmjobs. Beziehungsweise auch ohne die Jobs dazu. Hast du natürlich trotzdem hier und da das Bedürfnis, seine Waffen abzugraden oder so. Ganz schön was abgekriegt. Weiß nicht, ob er noch heil ist. Ich bringe ihn besser zu Harriet und Christian. Vielleicht reparieren sie ihn. Oh, das war's schon. Ich muss nicht tauchen. Das ist ja merkwürdig. Da hätte ich jetzt aber fast meinen linken Hoden für eingetauscht schon mal. Eine Quest mitten auf dem Meer ohne Tauchen. Sehr sozial, Horizon. Wir verstehen uns. Guck mal. Auf die letzten Meter heute sind wir einfach richtig gute Freunde geworden. Wenn das nicht toll ist, dann weiß ich aber auch nicht. Hier haben wir noch einen Schrotthaufen. Ein ehemaliger Grauhabicht. So, Birdie, dann war unser Seeabenteuer doch toll. Wir als Piraten, wir können noch zurückflattern. Und dann gucken wir mal, was sie dazu sagen. Vielleicht stellen die ja jetzt fest, ah nee, das ist doch scheiße. Geh da nochmal hin und tauch eine Runde. Warum? Ja, wir mögen dich einfach nicht. Das ist ja auch mal eine schöne Questbegründung. Aber ich glaube, darauf werden wir dann verzichten dürfen. Tja. Eisen ist doch gut für den Körper. Eigentlich schon, ne? Aber wenn du so direkt reinbeißt, dann könnte das den gegenteiligen Effekt erzielen, habe ich mir sagen lassen. Herr Doktor, kann ich metallene Krokodile fressen? Naja, einmal schon. Ja. Einmal geht das immer. Okay. Ach, guck mal. Was ist denn hier los? Da kann ich noch nicht ran, oder? Doch. Lull, erstmal aufbrechen hier. So. Wir sind ja Freunde. Da kann man mich auch mal an die geheimen Lager lassen. Ein Blitzstahl-Häcksler-Handschuh. Interessant. Den Ahnen sei Dank. Du bist zurück. Ist das? Tut mir leid. Er ist kaputt. Die letzte Hoffnung. Nein. Man muss ihn doch reparieren können. Wie? Wir müssen nur die Batterien wechseln. Und den Messfühler. Klar, denn die liegen ja einfach im Dschungel rum, damit wir sie finden. Warte. Wirklich? Die alte Flotte. Aha. Sie hat vielleicht, was wir brauchen. Welche alte Flotte? Als wir unser Schiff aufgaben, wurden wir südwestlich von hier an den Strand gespült. Dort waren von den Ahnen gebaute Schiffe. Wir sollten sie uns angucken. Können wir nicht? Zu unser aller Wohl. Wenn uns etwas passieren sollte, gibt es keine Seeleute mehr, um die Flotte nach Hause zu bringen. Keiner kommt ohne intakten Kreiselkompass nach Hause. Ich kann sie euch besorgen. Du musst einen Messfühler finden. Sie sind meistens auf der Antenne des Schiffs. Und Batterien. Drei davon. Sie sind klein und vielleicht schwer zu finden. Dafür habe ich etwas. Und wieder vertrauen wir auf dich, Ahnen. Natürlich hätten diese primitiven Kreiselkompass. Okay, was haben wir hier denn noch liegen? Ein Zettel. Verlustliste. Paar Antennen, paar Batterien suchen. Na mal sehen. Eine Liste in sauberer Quenchschrift. Schrift aufgezeichnet. Auf See geblieben, 61. Unfälle 9. Gefallen 41. Barbaren 21. Maschinen 20. Krankheit Unterernährung 11. Exekutiert 7, zensiert 4. Du weißt die doch Zensur! Oh nein, die Quen, sie verwehren uns die Wahrheit. Anzeige ist raus. Dann gehen wir nochmal schnell speichern. Und dann gucken wir uns das Schiffswrack natürlich mal an. Oder die Misere, die da vor Anker liegen soll. Das, was von all dem übrig ist. Birdie! Oder wollen wir reisen? Warte mal, das ist ja doch ein Meter mehr. Könnten wir eigentlich da runterreisen, wa? Der Suchradius war ja jetzt auch nicht ohne. Also das ist wirklich eine ganz schön lange Misere offenbar.
Die Maschinen sind gefährlich, darum bin ich doch hier. Macht euch keine Sorgen. Wir flitzen runter. Jawohl. Ich meine, wir könnten denen auch einfach Google Maps geben, aber wenn die jetzt Antennen und Batterien wollen, ey, it is what it is, ja. Joseph mit dem 30. Vielen lieben Dank. Ich meine mal ehrlich, selbst mit den beiden kommen die nicht über den Ozean. Ja, die verlieren sich vielleicht auch noch selber unterwegs, ne? Das ist auch denkbar. Birdie ist, glaube ich, nicht mitgekommen. Dann mein Schöner. Ja, oh, ja. Das sind so Sachen, an die ich mich niemals gewöhnen werde. Aber was soll's. Muss nicht schmecke, muss wirke. Darum fliegen wir auch ein bisschen höher hier in die schönen Sonnenstrahlen. Ey, das prickelt auf der Haut. Hariam und Christia sagten, dass ich hier alte Schiffe finden kann. Ich sollte mich umsehen. Die alten Schiffe müssen hier irgendwo sein. Die müssen hier irgendwo sein. Achso, die... Ah, die sind jetzt im Wasser. Aha, aha, I see. Wenn ich von hier jetzt scanne, vielleicht sehen wir da, die dann. Ein gesunkenes Schiff. Vielleicht hat es das, was die Quen für den Kreiselkompass brauchen. Ajo. Oh, das ist aber... Junge, das sieht schon sehr verranzt aus. Kann ich sehen, ob was unten mit drin schwimmt von hier oben? Weil... Ah, da war, glaube ich, tatsächlich was, oder? Da leuchtet's blau. Nur ist es auf dem Birdie Boy natürlich nicht ganz so leicht zu manövrieren mit dem Blickfeld. Da paddelt ein Frettchen, oder was? Das ist doch kein Kroki, das ist ein Frettchen. Vielleicht könnte ich ja auf dem Schiff erstmal landen und mich so ein bisschen umgucken. So. Damit wir so einen ungefähren Überblick haben. Oder mit Birdie selber runtertauchen. Ich sehe schon mal ein bisschen Seetang. Da können wir uns auf jeden Fall drin verstecken. Und ansonsten sehe ich aber erstmal nicht so viel. Vermutlich hätte Aloy sonst auch schon gemeckert. Ne? Und hätte gesagt, oh oh, hier müssen wir aber aufpassen, Junge. Aufpassen, aufpassen. Na, pass auf, wir schlittern jetzt hier mal rein. Hoffentlich ist der Messfühler noch intakt. Und diven gleich mal hier in diesen Seetang. Das Schiff sieht schlimm aus. Ja, das sieht wirklich schlimm aus. Das ist die Titanic eher ein Scheißdreck gegen. Hallo, Birdie. Schön, dass du mit reintauchst, mein Lieber. Da ist echt nur ein Frettchen, du. Der schwimmt hier mit den riesigen Fischschwärmen. Da können wir auch mal einen Speer auspacken, oder? Machen wir einen ganzen Fischkebab. Da sind viele, viele Seetangstellen zum Verstecken. Aber ich sehe... keine allzu große Gefahr. Zumindest noch nicht. Mal sehen, was wir gleich anlocken. Alte Truhe für Wertgegenstände. Ne, wir sind schon ziemlich nah dran. Hier. Die Antenne. Oh, kein Messfühler. Aber eine alte Aufnahme. Hier ist die USS Anchorage. Wir rufen alle, die noch übrig sind. Die Medina, die Omaha und die New Orleans sind gesunken. Der Schwarm hat die Harris aufgerissen wie eine Büchse. Aufpassen! Haltet durch! Ja. Der erste Horus ist schwer beschädigt. Besonders gut. Wenn wir das Feuer konzentrieren, können wir ihn vielleicht abschießen. Wir haben einen Ping zur Hamilton! Verloren! Sensoren unten! Wir fahren blind! Klingt, als ob der Messfühler entfernt wurde. Doch sie versuchten, andere Schiffe zu erreichen. Ich sollte jetzt wohl die Batterien finden. Mein Fokus sollte sie erfassen. Aha. Die sollten sehr klein sein, ne? Da ist nur ein Fischi. Muss aufpassen, auch wenn es nur Frettchen sind, unter Wasser bin ich ja relativ hilflos. Bin aber zumindest in dem richtigen Bereich. Ich schätze mal, ich muss da rein in diesen seetangartigen Wald. Und die werden hier bestimmt ganz weit runtergesunken sein. Mein Fokus kann vielleicht keine erfassen, die Hariam und Christia brauchen. Irgendein Frettchen hat schon wieder Bock auf mich. Da müssen wir ein bisschen schneller schwimmen, Aloy. Sonst zerfetzen uns auch die Frettchen. Das ist zwar nicht so schlimm wie der Schwarm, aber wir müssen uns ja nicht wie eine Art Stromquelle aus. Provozieren. Da kommt er schon. Der räudige Schwimmer wieder woanders hin. Eben habe ich mich noch gefreut über die Frettchen, ne?
Jetzt stänkern die hier so rum, unglaublich. Gleich kommen Fischmenschen. Ja, Arlong ist schon unterwegs, ne? Gefährlich. Die Nachricht könnte so auch fast aus Mass Effect sein. Tausche Schwarm gegen Reaper. Ja, gerade mit diesen halb Sci-Fi-Kriegsgeräuschen im Hintergrund, ne? Fehlt nur noch ein Kroganer, der Shepard brüllt und schon sind wir wieder zu Hause. Gucke ich mal, ob ich hier schnell reindiven kann. Ja, 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 da ist schon eine. Guck mal, zack. Eine Meeresbatterie. Zwei fehlen noch. Okay, scannen wir gleich nochmal rein von hier unten. Da ist noch was. Noch eine Batterie. Das sieht verdächtig aus, jawohl. Das sagt Tante Google zur Satellitenlebensdauer. Die Lebensdauer des Satelliten wird maßgeblich durch die internen Treibstoffreserven bestimmt. Und... Warte, kurz in Sicherheit. Durch die internen Treibstoffreserven zur Lageregelung bestimmt. Hat die Strömung einige dieser Stromquellen zum Meeresgrund gezogen. Vielleicht zwischen den beiden Wracks? Nach ca. 10 bis 15 Jahren Lebensdauer sind diese Reserven meist verbraucht. Zusätzlich ist die Technologie des Satelliten zu dieser Zeit bereits deutlich in die Jahre gekommen. Okay. Ja gut, wenn diese Treibstoffe natürlich ausfallen, die deren Lage regulieren, dann passieren natürlich ein paar nicht so schöne Sachen, ne? Die Lageregelung. Okay. Dankeschön für die Infos. Dann nehmen wir die noch mit. Ja. Da ist noch ein Fischi. Da ist eine Kante zum Abstoßen. Da leuchtet noch irgendwas. Alte Truhe für Wertgegenstände. Nee. Das leuchtet auch fast ein bisschen zu sehr, wa? Da vielleicht. Nee, Grünglanz. Ich könnte im Inneren des Schiffswracks suchen. Vielleicht finde ich dort Stromquellen. Im Inneren des Wracks. Ja, okay. Ich meine, das leuchtet ja auch. Vielleicht finden wir da was Schönes. Shepard! Ja. Das gute Citadel-DLC, ne? Neulich erst einen Kommentar unter der ersten Folge von Mass Effect bekommen. Und da schrieb auch schon jemand, freue mich schon auf Citadel-DLC. Und damals wusste ich noch gar nicht, was passieren wird. Lang ist es her. Was liegt hier rum? Das ist einfach irgendein Beerenstrauch. Ach hier, guck mal. Ja, leuchten und leuchten gesellt sich gern. Vogel, hi. Der Fokus hat Koordinaten von der Übertragung erfasst, die ich fand. Falls da mehr Wracks sind, hat eines vielleicht einen intakten Messfühler. Okay, dann sind da bestimmt auch mehr als nur die Frettchen. Da ist auch Birdie, das heißt, Birdie, komm mal rüber hier, mein Schöner. Wir wollen jetzt woanders hin. So, schön nach oben. Dann können uns auch die Frettchen mal an der Puppe schmatzen. Ab zu den Koordinaten. Oh, das ist aber ein ganzes Stück doch entfernt, wa? Na gut. Flatter, flatter. Und das ist, soweit ich es gelesen habe, schon lange. In den 60ern hatten die Dinger wohl nur eine Lebensdauer von 1 bis 2 Jahren. Oh, ich muss ein bisschen höher fliegen. Der Bruder sieht gefährlich aus. So. Von 1 bis 2 Jahren, also es wurde immer länger. Allerdings spielt wohl auch die Art des Satelliten bzw. seine Funktion eine wichtige Rolle. Okay. Ja, ich meine, ist Technik, ne? Da gibt es sicherlich noch ein paar Eigenheiten. Aber trotzdem, interessant zu hören. Molchibold mit dem 2. Monat. Vielen Dank. Ah ja, Mass Effect, eine der besten RPG-Reihen. Ich liebe alle Teile, auch Andromeda. Bin auf den nächsten Teil gespannt. Same. Ich hatte auch mit allen Teilen sehr, sehr viel Spaß. Und kannte vorher nur Dragon Age. Das war ja vom Konzept her ganz ähnlich, ne? Deswegen konnte ich mich auch direkt in Mass Effect zu Hause fühlen. Und hatte eine echt gute Zeit damit. Ist so. Und die NASA arbeitet wohl an einem Satellitendoktor, welcher in der Umlaufbahn die Satelliten fit halten soll. Nur der Name von dem Ding ist etwas unglücklich. OSAM 1. Mal gucke, wie hießen die bei StarCraft? Mule, ne? Die dann, die dann repariert haben und abgebaut haben und so. Das wäre doch schön. Warum keine Anspielung? Was ist das, Hades? Das Schiff hat eine Antenne. Mit einem Schreckflügel drauf. Oh. Ich muss mich darum kümmern, bevor ich nach dem Sensor gucke, den die Quen brauchen. Mit einem Schreckflügel drauf.
Es ist Zeit für Batman. Na gut. Wir haben sonst keine Maschinen in der Nähe. I see. Den müssen wir auf jeden Fall nochmal scannen. Aber, hallo Herr Pelikan, der scannt mich ja zuerst, ne? Aloy, wir brauchen... Was ist los jetzt? Wir brauchen den Scan. Aloy, scannen. Sie macht's gerade nicht. Wieso nicht? Ist der aktiviert wegen seinem Impuls, oder was? Oben links, ja, da ist wirklich das Fokus-Symbol durchgestrichen. Junge, ich dachte, die Taste klemmt. Aber sein Scan hat meinen deaktiviert. Du bist mir ja ein Ekliger, aber gleich geht's wieder. Gleich geht's wieder, mein Schöner. Ich bleib kurz noch in Deckung. Ich hoffe, das sprengt mich jetzt nicht völlig weg. Und dann Feuer habe ich dabei. Nur für dich. Bah, meine feurige Überraschung. Jetzt ist es eine wütende Brennende. Eine wütende Brennende, ja. Na dann, machen wir noch ein bisschen Feuer unterm Hintern. Läuft, Junge. Batman. Ich schieß dir in dein Batcave rein. Jo, das würde mir auch nicht gefallen. Solange jetzt nicht noch Alfred kommt, haben wir den aber im Griff, würde ich sagen. Boy. Ja. Interessante Hit-Kombo. Aber das wird dir nichts nützen, mein Schöner. Gleich wieder wechseln aufs Feuer. Und hinterher. Bam! Und der nächste Switch mit passender Muni. Jawohl. Und gleich drauf dann. Jo. Das blittern die Teile aber weg. Nice one. Ich glaube, es hat sie gleich ausgeflügelt. Schön. Okay. Jetzt sollte ich mir die Antenne angucken können. Schön alles durcheinander geflogen hier. So lobe ich mir das. Ja, die sind gefährlich, die Viecher, ne? Wenn ich in seiner Hit-Kombo ein bisschen falsch gerollt wäre, dann hätte ich wieder Bärchen fressen können. Bis zum Ende meiner Tage, um diesen Schaden gegen zu racken. Aber so schön Feuer und Abfahrt. Ist stark. Nicht umstoßen Feuer lassen. Mit Feuer bekämpfen. Ja gut, umstoßen lassen. Hör mal, so viele Waffen, wie wir dabei haben. Da kann uns der Wind aber mal kreuzweise. Kann ich einfach reinhüpfen? Okay, das war nicht ganz wie geplant, aber trotzdem eine Art ähnlicher Weg. Ja, solche Lagerkisten sind immer gern gesehen. Da scheint noch ein Lagerfeuer zu sein. Und da wollten wir jetzt hoch. Sehr gut. Weil Dragon Age auch von BioWare ist. Ja, genau. Genau, deswegen wusste ich ungefähr, worauf wir uns einlassen. Da ganz nach oben. Na gut, vielleicht nochmal schnell speichern. Und dann finden wir bestimmt irgendwo ein Seil wie dieses, das uns nach oben bringt. Nicht, dass ich jetzt hier gleich irgendwo runterfalle, mir den Kopf anschlage, sterbe und nochmal die Fledermaus bekämpfen muss. So sehr mag ich die dann doch nicht, hör mal. Und der Kampf lief ja bis auf diese Fokusgeschichte eigentlich ganz gut. Ich habe auch das Symbol oben gesehen, ne, dass das durchgestrichen war, aber ich habe partout nicht an diesen dreieckigen Fokus gedacht, Junge. Erst dann 10 Sekunden später. Boah. Großzügiges Lager. Versänger-Scan-Ohr. Das ist einfach ein verdammtes Ohr in der Kiste gewesen. Ja, geil. Kannst du mir mal dein Ohr leihen? Das dürfte Hariam und Christia ausreichen. Da ist sehr gut. Noch eine Übertragung drin. Hier ist die Hamilton. Anchorage, eure Übertragung ist angekommen. Wir zielen auf den ersten Horus. Haben die Steuerbord-Geschützbatterie verloren. Können nicht schießen. Wir sind leer. Verdammt. Captain, wir haben keine Munition mehr. Ihre Befehle. Kurs frontal auf den Horus. Ranggeschwindigkeit. Oh, shit. Oh. Es gibt niemals ein Happy End, oder? Oh, was? Der hat ihn gecrashed. Was ist denn er für ein heftiger Ficker gewesen? Das war einfach sein letzter Befehl, ne? Wir können nichts mehr machen, wir crashen das Ding. Boah, Rammgeschwindigkeit, ja, Mopsgeschwindigkeit. Wir rammen uns da rein. Sehr krass, was für eine düstere Kriegsgeschichte hier wieder. Aber das war genau dieser Kontrast, den ich ja beim letzten Mal auch nochmal gelobt habe.
Immer wenn du gerade Fun hast, so, dich mit deinen Seilen rumziehst, ja, ein paar gute Fights hattest und so, findest du irgendeine Audioaufnahme, die dich sofort wieder in diese, ja, schreckliche Vergangenheit, auf der ja alles basiert, zurückschmeißt. Und das auf eine Art und Weise, die dir das Spiel dann natürlich trotzdem nicht madig macht oder so, sondern die wirklich cool in diesen Kontrast integriert ist. Mega geil austariert, meiner Meinung nach. Und da sind solche Audio-Files ja doch immer ein nützliches Stilmittel, ne? Ist nochmal was anderes als so ein Textlog. Vor allem, wenn sie so schön umgesetzt sind. Hallöle! Da bin ich wieder! Ich hab, was ihr braucht. Danke. Ich repariere sofort den Kreiselkompass. Ich komme nach Hause, Meandra. Du hast uns wirklich sehr geholfen, Aloy. Christi ist nicht die Einzige, die von jemandem erwartet wird. Sie wird den Kreiselkompass schnell repariert haben. Wir können dir niemals genug danken. Doch das ist ein Anfang. Wenn ihr etwas braucht, kann Bohai Alva kontaktieren. Sie kann bestimmt helfen. Mögen die Ahnen uns sicher leiten. Mega! Na, der Himmelstöter erhalten. Was ist das denn, Junge? Irgendeine Waffe? Nein! No way! Da ist er endlich. Ein legendärer Stachelwerfer mit der letzten Quest im letzten Stream. Oh, come on! Eine kostbare Waffe, die von einem Quen-Schiffswrack geborgen wurde. Wenn sie zuschlägt, fallen Gegner vom Himmel wie brennende Lichtstreifen. Wow. Wenn du eine Waffe hast, die der Himmelstöter heißt, dann hast du auch einfach nur gewonnen, oder? Krass. Tja, da ist sie. Die vierte legendäre. Mega nice. Kann ich mir den mal angucken? Was haben wir da jetzt? Fortgeschrittene Sprengstacheln, normale Sprengstacheln und Feuerstacheln. Geil. Der sieht echt fancy aus, was da alles dran rumbaumelt, ne? Nicht schlecht. Böp. Kurz mal das ganze Dorf hier wach machen. Und die Mutstöße könnte man auch noch verbessern. Heftig, ich hätte echt gedacht, wir haben genug Talentpunkte für die nächsten 30 Bäume. Aber guck mal an, wie sehr sich das da noch ziehen kann. Aber umso besser. Das ist sehr cool, dann fühlt sich nämlich das weitere Questen und so auch nicht kacke an, ganz im Gegenteil, du kannst sogar deine Punkte immer noch vergeben. Finde ich auf jeden Fall gut, hätte ich mir aber ganz anders vorgestellt gerade. Jo, Leute, seid gepriesen, damit sind wir tatsächlich am Ende von diesem Stream und es tut weh, das zu sagen, aber es ist die Wahrheit am Ende von Horizon Trail 2 Forbidden West mit dem Burning Shores DLC. Und es war so unglaublich geil und so unglaublich schön und ich habe es so mega genossen. Also heilige Scheiße, das war wirklich ein Game, wo allein in Sachen Optik, glaube ich, eine Menge Zeit vergehen muss, bis da wieder was rankommt. Vielleicht Horizon 3, ja. Und es wird auch eine Menge Zeit vergehen müssen, bis ich hiervon alles vergessen habe. Normal geht das ja schnell bei mir, ne? Aber hier... Wow, weil so viel Seele drin, so viel Liebe zum Detail, so viele Optionen. Selbst wenn man jetzt ein neues Spiel startet, nimmst du halt mal ein paar andere Waffen, skillst ein bisschen anders, ja. Und schon hast du wieder ganz andere Herausforderungen, also absolut geisteskrank. Und natürlich hat es auch mit euch gemeinsam wieder besonders viel Spaß gemacht, zusammen zu entdecken und zu rätseln, zu singen, zu tanzen und zu verzweifeln. Und das war natürlich auch wieder eine Kirsche auf dem Eisbecher. Ja, hoffe, euch ging es da ähnlich.